Ach, was soll's. Gamli hat mich nass gemacht, ja. Ihr steht da übrigens so im Weg, dass ich nicht... Ich hasse dich! Ich freue mich drauf, das wird gut. Das muss Ribbon, der Gift-Counter. Weißt du, wir nehmen uns extra einen Heiler mit und der nimmt sich auch noch einen Toten. Ich finde das so gut. Ich habe die ganze Zeit nichts gesagt, bis zu diesem Moment. Es ist so gut! Er denkt auch nicht dran! Gute meine Freunde, der Ribbon hier. Wir, das soll heißen Högi, Clock, Gex und ich, haben entschlossen, noch einmal Divinity Original Sin 2 zu spielen. Wir haben uns auf eine ca. 3-stündige Session jeden Mittwoch von 20 bis 23 Uhr geeinigt und übertragen diese Sessions auch live auf Twitch. Nun haben wir uns gedacht, es wäre ja schön, im Nachhinein die ganze Story noch einmal anschauen zu können und werden deshalb jeden Stream ein paar Tage später auf YouTube hochladen. Wie genau das dann aussehen wird, müssen wir für uns selbst noch ein wenig herausfinden, ob wir jedes Mal den Stream runterladen, mit Intro und Outro versehen oder direkt von Twitch nach YouTube exportieren. Ungeschnitten wird es auf jeden Fall bleiben. Dieses Mal habe ich testhalber das Video auf 1440p hochgepumpt, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt viel bringt, man wird es sehen. Auch in den Streams werden wir uns sicher ab und zu abwechseln, das heißt, mal werdet ihr meine Sicht, mal Högi sehen. Dieser erste Stream wurde von Högi aufgezeichnet. Wenn ihr Vorschläge für dieses Format habt, postet sie gerne unter dieses Video oder haut uns im Discord an. Wir haben bereits vor ca. 1,5 Jahren zu dritt eine Kampagne angefangen, welche sich allerdings leider im Sande verlaufen hat. Dementsprechend kennen Clock, Högi und ich aber den Plot sowie das Spiel schon etwas. Am wenigsten Erfahrung in unserer Gruppe hat also Gex. Allgemein kann man davon ausgehen, dass wir alle erst wieder ein wenig reinfinden müssen. Gerade ich als absoluter RPG-Noob mache hin und wieder Ribbon-typische Fehler. Aber das dient ja wenigstens ein wenig der Unterhaltung. Wer jetzt sagt, was soll ich mit dem ganzen Quatsch, was ist das überhaupt, für den breche ich einmal ganz schnell runter. Divinity Original Sin 2 ist der 2017 erschienene Nachfolger von, ihr habt es erraten, Divinity Original Sin. Hierbei handelt es sich um ein Roleplay-Game der Larian Studios mit einer Story, die für gut 90 Spielstunden reicht. Man kann mit bis zu 4 Spielern die wunderschön gestaltete Welt erkunden und Quests erledigen, um die Story voranzubringen. Dabei wird viel Wert aufs Detail gelegt. Mich persönlich überzeugt das Spiel trotz meines absoluten Desinteresses an diesem Genre, dank seiner durchaus gelungenen rundenbasierten Kämpfe, der Möglichkeit mit seinen Freunden eine wahrhaft ausgeklügelte Geschichte mit etlichen Variationsmöglichkeiten zu spielen, sowohl die Liebe zum Detail. Wenn ihr Gefallen hieran findet, dann schaut auch gerne bei uns im Stream vorbei, der Link ist in der Beschreibung. Wir würden uns freuen, euch bei uns im Stream begrüßen zu dürfen. So, und jetzt überlasse ich euch, der Streamaufzeichnung beginnt mit der Charaktererstellung. Viel Spaß! Gamli ist auch ein schöner Name, ey. Gag, der vergammelte Zwerg, ey. Ja, du machst wieder Fane, oder wie? Hey, yo, ich fand ihn einfach sexy. Ich würde zwar gerne meinen Customized-Namen annehmen, aber das ist mir wert. Ich glaube, es ist in erster Linie ja immer nur der Steam-Name zu sehen. Jo, bitte, Perry. Gern geschehen. Wo meinst du denn überreden? So, wir sind bei den Builds, die die Sachen auch in Reihenfolge, wie man sie sich holen soll. Reihenfolge, wie du sie freischaltest oder beziehungsweise kaufen kannst. Ja, aber du kannst ja unter Preset kannst ja schon ein paar Sachen hier. Die ersten drei hier, die hast du schon mal, ja. Aber alles, was in den Guides, die ich dir geschickt habe, drin war, bildtechnisch, da waren zwar die Talente dann je nach Talentbaum quasi aufgeführt, wann du sie ungefähr kaufen kannst, ab welchem Level du nutzen kannst. Jedoch brauchst du dafür auch wieder eine gewisse Anzahl in diesen gewissen Talentskills, gell? Ja, ja, nee, aber ich meine, er führt halt jetzt bei den Hydrosophist Skills, fängt halt an mit Armor of Frost und dann Rain und dann Restoration. Und ich könnte halt jetzt theoretisch Restoration abwählen und stattdessen dann Armor of Frost auswählen. Ja, wenn es für dich mehr Sinn macht, dann musst du halt wissen, wer ein Ding sich spielt. Das weiß ich ja nicht. Und nehmen wir einfach mal Restoration erstmal. Ja, mach's nach Good Luck. Mitchell Lopen. Ja. E-Beams am Ready Bean. Noch kurz. Jetzt machst du doch einen Elfen, oder wie? Geht nicht drum rum. Ja, ist glaube ich schon besser. Okay. Ich brauch noch einen kleinen Moment. Kein anderes Bild gefunden, ja? Na dann. Also ich könnte auch als Mensch spielen, aber es macht schon mehr Sinn mit Elf.
Ja, so haben wir zumindest von jeder Rasse quasi einen. Ja, nicht ganz wahr. Aber ein Skelett oder ein Drache, das ist auch eigentlich egal. Kann ich das Spiel ingame auf Englisch umstellen? Nee, das musst du über Steam machen, leider. Ich hab sogar extra auf Deutsch gestellt. Ich komme gar nicht klar mit den Attributen. Mit den Builds. Ernsthaft? Wie müssen wir die? Ribbon hat jetzt den Premade, ne? Ja. Ja. Erstmal die Out einstellen als Instrument. Ja, seid ihr ready? Bestes, Junge. Ich warte jetzt einfach auf Hügis Ansage. Hat jemand Telekinese? Nein. Nope. Hol ich mir das mal? Zum Start, definitiv. Die Kennzeichen sind eigentlich auch in gewisser Weise wichtig, ne? Ich habe Soldat und Nah genommen dieses Mal. Bei mir ist Gelehrter und Mystiker halt standardmäßig eingestellt. Hilft halt bei den Dialogen. Ich habe Scholar und Mystiker ebenfalls, ja. Na, passt doch. Funflame, was soll das heißen? Hast du 6 Auswahlmöglichkeiten? Hegi, was dauert da so lange? Ja, warte. Tu ich doch schon. Sieht aus wie Johannes Hestes. Johannes wer? Ich glaube, ist einfach zu jung. Okay. Rimm ist noch jünger als ich. Von mir aus, komm mal los. Bist du ready? Du fragst, hast du nicht Klick auf gestartet? Jo, wir stimmt, können. Klick jetzt einfach drauf. Warte, nein, Moment. Junge! Verwartest du heute den ganzen Tag Zeit, dir den anzugucken oder nicht? Ja, ich habe mich verschrieben bei meinem Namen. In echt. Ah. Dieses Mal passt das so richtig gut sogar. Hast du es jetzt? Ja. Gib mir nochmal 10 Minuten. Junge, tippst du mir meinem Vater mit Mittelfingern oder was? Mit Hass! Also bei mir steht warten. Dann müssen wir wahrscheinlich alle runter draufklicken. Ja, was ist denn los jetzt? Ich warte die ganze Zeit. Du hältst jetzt dein Maul, ja?
Lass ihn abstechen. Psst. Okay, Ruhe jetzt. As I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead, I became part of their story. Das hat mich jetzt schon hart mitgenommen, muss ich ja sagen. Also eigentlich können wir jetzt auch aufhören. Mm. Was lernen wir daraus? Kette war zu lang. Was? Die Kette war zu lang. Ja, okay. So, still a bit groggy, are we? Don't worry. The sedative will wear off soon enough. Easy now. No need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. Willkommen beim Gynäkologen. Das ist schön, wie der Zwerg halt auch nur oben eingeklemmt war. What did they do to me? Hell if I know. Let's get our bearings. Ich erinnere mich noch daran, dass mein Zwerg eine sehr geile Synchronstimme hatte. Loot! Ich stech dich ab! Müssen wir nicht hier hoch? Jehova? Was? Klopfen auf der anderen Seite. Es ist alles neu hier. Definitive Edition. Buis. Verschlossen. Kann jemand schon mit Tieren sprechen? Nee. In dem Moment hörst du es, ey. Loot! Ich glaube, wir müssen hoch, oder? Wo ist hoch? Wo ist hier, wo geht's hier hoch? Hier aufmachen. Hier war doch sicher irgendwo ein Schlüssel drin, ey. Gab's eine Leiter? War hier irgendwo ein Schlüssel drin. Lass doch erstmal hier unten alles auschecken, ey. Er sprach von einer Leiter. Ich möchte diese Leiter sehen. Ach, hier ist die Leiter. Ich laufe. Hier bei mir. Ich wollte das Spiel speedrunnen. Halbe Stunde sind wir durch. Ja, wie so lange? Tutorial Deck, nee, will ich mal nicht. Halbe Stunde geschafft. Ja, Glitches. Glitches over Glitches. So, wo ist denn jetzt hier mein nicht ganz so heller Kriegerfreund? Du hältst jetzt dein Mull, ja? Sonst rabast du das hier gleich mal richtig ordentlich. Glock ist nur dabei, um Schellen zu verteilen. Ich hab doch Schild und Schwert eigentlich. Ich bin doch die clevere Art von Krieger. Was ist das hier? Gome! Man muss da anklicken, wenn man mithören will. Ja, machen wir, oder? Klingt doch fair. Sollen wir mal, sollen uns wieder angewöhnen, mal die Antwort vorzulesen, die wir auswählen? Vielleicht besser, ne? Zumindest bei Story-Konversation.
Ich will gerne von mir ein zu helfen. A gentleman among jesters you are. Give that lever a pull and I guarantee we'll both get something out of the deal. Lasst mal erstmal die Wache ansprechen. Ich könnte den Hebel ziehen. Ja, warte, lass mal erstmal mit der Wache sprechen hier. Vielleicht, vielleicht können wir beide gleichzeitig wegklatschen aus dem Schiff. Wait, you're no magister. You're a sorcerer. What are you doing here, filthy scrounger? Choose your words carefully. Oh, ich glaube, er ist einer von den Hellen. Einer von den Hellen, was? Naja, von was? Den Intelligenten. Wer? Die Wache, oder was? Ja, oh mein Gott, jetzt mach halt weiter. Was ist hier los? Ja, die. Ach, was hat er denn jetzt wieder gemacht? Weil wir Sorcerer sind. Ja, weil wir Sorcerer sind, ja, genau deswegen. Flecken wir weg, flexen wir weg. Das liegt daran, weil wir Sorcerer sind. Ja, deswegen mag sie uns nicht, die Wache. Ich hab die höchste Initiative. Das wird nicht daran liegen, dass ich hier oben gerade die Tür aufgesperrt hab. Bringe ein Fleischopfer! Jawohl. Du hast dich erstmal selbst gebissen, das war deine erste Aktion, ja? Richtiger Högi. Jetzt slapp ich ihn weg. Oh, ich hab nicht mehr genug AP. Aber erstmal Weg blockieren. Ja, gut so. Gut, dass du zu ihm gerannt bist, um zu kassieren. Slapp den Boy jetzt. So. Machst du echt Hörner? Ah, Junge, was bist du für einer? Pferdhörner. Stimmt. Wo bist du denn überhaupt, Block? Ach, da oben. Ja, komm, Gex, mach ihn alle. Gamli, passt sehr gut für einen Nekromanten. Ist er doch gar nicht. Fick den jetzt. Ich bin quasi genau das Gegenteil vom Nekromanten. Eigentlich müsstest du so einen richtigen Hassen auf die beiden haben. Klar, klar. Ich stell mich mal wieder tot, ne? Ach, du bist genauso useful wie ich, ja? Du hast vergessen, deinen Charakter umzubenennen, Ribbon. Ich kann, nee, ihn kann er nicht, weil ich einen Story-Charakter habe. So, ich habe mich totgestellt. Euer Plan. Wo könnt ihr drin den meisten Loot geben? Ich schätze mal hier. Also, dann trittst du in die Kotze. Hä, was machst du denn, Klock? Ja, looten. Du hässlicher Bastard. Und ich hab ihn aus dem Leben gedropkickt. Was ein Move. Gedroppt. So, das ist doch. Jetzt mach ich mal auf hier. Ich hab einen Schlüssel. Ja, wir lassen jetzt den Honk erstmal frei hier. Ein Laborschlüssel. Leg mich jetzt erstmal hin. Freiheit schmeckt besser als Wein, sagt er. Nee, Moment. Der macht garantiert die Tür zu. Ich stehe immer zu meinen Worten und ich habe euch mein Wort gegeben, dass ich euch freilasse, Junge. Betet, solange ihr noch beten könnt. Die Hallen warten. Läuft, okay, der wird uns auch ficken. Okay, Bruder, ich bin bereit. Was? Bruder, viel Spaß da unten. Glocke ist halt immer noch woanders am Looten. Ja, ich bin Fernkämpfer, ich habe aber keinen Bogen. See you! Nein, ich lass mich jetzt alleine mit dem. Uncool. Mach doch einfach deinen Hebel wieder zu. Oh, wow, what the fuck, nein! Ja, wieso lache ich eigentlich? Ich stehe auch in der Scheiße drin. Ich brenne! Vor Leidenschaft, ja? Habt ihr den Typen als sicher schon gelootet? Kann ich da nochmal ran, oder? Kannst mal deinen Mull halten. Okay. Ob der kann den Typen nochmal ran kann, wollte ich wissen. Wo ist der Bastard jetzt eigentlich hingelaufen? Macht er das immer noch in der Zelle? Ja, das ist in der Zelle. Warum läufst du weg? Dorten brennt. Ich keine AP mehr hatte, um was zu machen. Und dementsprechend bin ich einfach einen Tick entfernt. Bin ich nicht entfernt, ja. Im Wasser, wieso bin ich immer noch? So ein brennender Zwerg ist schön, ey. Das erheitert die ganze Seele. Es geht doch nichts über brennende Zwerge, das ist eigentlich immer das Beste. Hast du auch Inquisitor genommen, Gex? Nee. Why would he? Because nobody expected. Inquisition, ja, ja. Weil er gerade den Mückenschwarm genommen hat.
Guter Zug, Högi. Weiß dich doch mal. Ganz schön lit, was du da ablieferst. Echt Quatsch, was ich eben gemacht habe. Überleg, ob ich mir so eine Buddel reinsippe. Nee, fall einfach mal um. Nee, sipp dir mal den Buddel. Ich hab keinen Bock, jetzt so eine Rolle zu verschwenden für dich. Aber da ist noch ein bisschen Öl, das könntest du noch anzünden mit einem Movement, gell? Es muss ein Flechtbrett geben. Ihr wisst schon, dass wir auf dem Schiff sind, ne? Auf dem Holzschiff. Das war knapp, Alter. Gelegenheitsangriff, Beste. Opportunist, ja. Au! Junge, richtig mal schön Roundhouse kickt in der Face. Schieß mal zurück hier, ja? Hier, er kriegt halt zurück. Guter Mann. Ja. Nochmal. Was? Immer noch ein HP? Echt jetzt? Ach, blutet der Slap weg. Slap ihn weg! Lauf nicht übers Öl, lauf nicht übers Öl, lauf nicht übers Öl, lauf nicht übers Öl. Ja, der Gift-Command. Lül. Der ist ganz lustig. Rim spielt einen Untoten und hat die unschöne Angewohnheit gehabt, das letzte Mal, sich selbst zu vergiften. Gewöhn dich dran. Und zwar, wenn man als Untoter einen Heiltrank trinkt, macht einem das Schaden. Und Rim hat das letzte Mal, als er einen Untoten gespielt hat, die ganze Zeit Heiltränke gesippt. Und diesmal haben wir den Counter dafür eingebaut. Strange Forces are at work, ja. Merkt das. Hat er was? Ob er was hatte? Ja. Tod, Feuer. Wärmen. Aber vergiften tut er sich auch noch. Schön. Wer? So Laborschlüssel. Ja, kann ich den kann einsetzen? Ich weil das mich heilt. Wer soll dich heilen? Kann mal einer die Tür da aufmachen, ja? Nee, du musst das Fass. Kannst du mich auch mal heilen? Damit die Tür aufspringen. Wäre ganz nice, ja. Wenn du mich mal heilen würdest. Könnte man, wenn du halt mal herkommst. Stell mal das Fass wieder zurück. Glock. Ich weiß gerade noch nicht mehr, wie ich das angreife. Einfach so? Ich mach's mal so, ich geh dabei drauf. The fuck, was stimmt mit dir nicht? Läuft. Ich dachte, ich kann das so auch hochjagen, aber wie soll ich sonst machen? Aber schön, dass du dich im Gift heilst. Komm, ich versuch's zu knacken. Kann ich geknackt werden. Ach, geht doch. Danke. Me too. Nee. Ja, dann kommst du halt her. Definitiv nicht. Nee, ich leg mich da jetzt hin, fickt euch. Definitiv nicht. Moment. Los, mein Kleiner. Ja, doch. In einer längeren Sekunde. Eins. Niemals eine Sekunde der Cooldown-Timer. Okay, gehen wir hoch. Jo. Junge, so viele leere Flaschen hier. Meins. Wenn dir etwas gefunden wird, ist es meins. Ich glaube, du bist der Einzige, der oben ist, oder? Ja, ich habe nämlich die Tür einfach kaputt geschlagen, Grim. Was? Ah, nice. Ja, dann gehen wir wohl mal hoch, wa? Als Gefangener erstmal alles hier durchsuchen. Sehr gut. Der Rucksack eines Quellenjägers. Nichts drin. Was soll das? Was habe ich denn hier sonst noch so? Ich habe einen Kartensatz. Ich habe ein Seil. Ich habe einen kleinen Mana-Trank. Ich bin der Einzige, der Geld hat. Ich kaufe eure scheiß Leben. Was? Hinüberlehnen und flüstern, dass der Magister unter Deck eine fatale Begegnung hatte. Würde ich jetzt nicht machen. Soll ich die Tür nochmal schließen, bevor uns die Wachen angreifen? Wenn du mach mal die Tür zu, ja. Komm, geh mal rein und mach die Tür zu. Oh dear, I'm afraid you're a long way from home, my lord. A long way from the little bells that make footmen come a running. Index fingers pressed to her lips. She pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word,
You do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Oh, well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. A new life awaits, and if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. Moment mal. An end to source. For good. Das sind Dinge, die mir richtig sack auf dem Sack gehen. Wollen wir gehen oder soll ich hier sagen, dass wir den Typen unten umgebracht haben? Wir sollten lieber gehen, rede oder? Mal. Hm? Soll ich es dir sagen, oder was? Dass wir ihn umgebracht haben? Nee, oder? Hinüberlehnen und flüstern, dass der Magister unter Deck eine fatale Begegnung hatte. Ach, was war's? Mach. Klingt witzig. ...and peers at you closely, resting the back of one hand on your forehead and taking your pulse with the other. Delusions such as this are not unheard of. Okay. ...wine and another night's sleep. Just take it easy. Ja, wer hat denn die Waffen hier draußen? Nein, nicht. Kann ich denn, wie mache ich denn Angriffsposition weg? Weiß ich nicht. Tab. Ah. Wir können die Alte aber einfach trotzdem schlagen. Boah, aber vielleicht sollten wir uns nicht gleich mit einem. Nee, ich glaube, es wäre nicht vom Vorteil. Hier ist doch wieder diese Quest von wegen Fleischgefresser, oder? Let me hier. Spoiler! Meistertastatur. She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when the murder happened. Ich hab schon mal meinen Schlafsack gefunden. Zum Heilen. You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Ja, stimmt, die hat mich immer so ein bisschen angekotzt, dass man die Perspektive nicht ändern kann. Also, drehen schon, aber halt nicht im Winkel. It looks more like a passenger managed to slip their collar. And the rest, well... Gags, kannst schon nicht mehr stehen. Ja. Ah, die Beine tun weh. I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a uniform. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Thanks. I just want to catch whoever did this before they hurt anyone. Ich hab eine Quest angenommen. Wir sollen uns unter den Gefangenen umhören, wer den Mord hier begangen hat. Ja, hier sprechen die schon alle über irgendwelche komischen Dinge. Vielleicht wartest du mal auf uns. Ich flut hier nur. Ich habe hier keine Gespräche angefangen. Ich spreche mit dem roten Prinz, guck mal, dein alter Charakter. Geiler Dude. Solange ihr euch umhört, bin ich mal ganz kurz weg, bin gleich wieder da. The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. I'm inspecting your teeth. In that wasn't spectacularly obvious. Junge, mich trollt meine Razer-Tastatur gerade, das nervt mich. Ich muss das fixen. Was trollt dich? Meine Razer-Tastatur. Weil die automatisch diesen scheiß Game-Modus einstellt, wo sie ganz toll mit dem Licht spielt. You will answer me three questions. The first one is this. Can you cook? Das habe ich hier sonst überall abgewöhnt, aber hier finde ich es nicht. Oh, goodness, no. Don't even mention the demon's testes that are turnips. On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? Gewiss ihm sagen, dass du mit einem Stück Satin jeden Zottel in einen Baron verwandeln kannst. Oh, but to feel the caress of satin on my scarlet skin once more. A most satisfactory answer indeed. On then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The delicate art of cosmetics is what I'm after. Sagen, dass du gewiss persönlichen Stolz hast. Du bist kämmen, pudern
und Parfums auf du und du. Mit Kevin Pudern Parfums auf du und du. The very basics thing. Oh, bin wieder da. That's a start. So, three questions asked, three questions answered. Let's evaluate, shall we? As per your own testimony, you can tailor and groom, but you have the taste buds of a dung beetle. Still, beggars can't be choosers. So without further ado, ich wurde gerade versklavt. Vom Roten Baron, oder was? Vom Roten Prinz, ja. Du bist begeistert, ihm sagen, dass du akzeptierst. Ihm sagen, dass du ihm gerne eine kleben würdest. Wobei, ich will es mal. Es passt nicht zu meinem Charakter, wenn ich es akzeptiere. Deswegen akzeptiere ich es nicht. Du akzeptierst also die Versklavung nicht, Dinge gibt's. Okay, ich bin doch versklavt jetzt scheinbar, naja. Er wird wahrscheinlich in Zukunft irgendwann relevant werden. Gibt dann irgendwann mal die Gesprächsoption. The Magisters feast on honeyed meat behind this very wall. The indignity. Okay. Ich hätte eine Echse spielen sollen, die sind lustig. Die sind doch nicht so hässlich wie du. Meinst du, ich kann den Kadaver verzehren? Das können die Elfen hier doch. Ja. Aber das ist mit so einem Diebstahl-Symbol versehen. Ich glaube, dann kriege ich Ärger. Wenn du die Leiche stiehlst. Mhm. Ja gut, kann ich jetzt auch nichts gegen sagen. Das ist halt so ein Abfuck gerade. A broad dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed, palms face up on his knees. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Sag, dass du Gil heißt. Ja, haben wir schon irgendwas rausgefunden? Mit wem haben wir noch nicht gesprochen? Mit dem einen Zwerg hier. Am Tisch, oder wer? Mit Jill. They ought to let you taste a bit. Maybe you'd find out who done it. Oh, interessant. Ja. Ich spreche mal mit denen, ob ich was von der Leiche knuspern darf. Nee, vor allem interessant, dass der Jill heißt. Weil ich gerade mit dem einen Wächter hier gesprochen habe und eine Option bei mir war, als er mich nach dem Namen gefragt hat, Jill zu sagen. So, anything interesting for me? I'll take that as a no. Behind the Magister, a bloodied mass lies in a heap. Gore and limbs lie at odd angles. You can't make out a face amid the mess. There's been a murder. A sorcerer was killed by one of your own. Lucky you were busy getting your collar fitted at the time, or you'd be a suspect like the rest of them. Freudenfest, welche Art von Sklave? Fragt Perry Rowan. Ja. Lustsklave werde ich. Investigating. She'll figure out who did it. Always does. Aren't you enterprising? I'll let Waters tell you now herself. Go ahead. She will. Schön, wie Hügel in der Tür steht. So, anything interesting for me? Right. Ich würde gern die Leiche schlickern. Lasst mich doch mal. Ja, mach doch mal. Ich glaube, dann rasten hier alle aus. Will mal jemand kurz speichern? Muss ich ja tun, wa? Wie nenne ich denn das Ganze? Die Gefährdeten.
Kriegt er auch eine Message, dass ich gespeichert habe? Ja. Okay. Ich darf nicht. Haben wir schon mit Zivil gesprochen? Die Elfentante hier auf der Seite? Sibylle? Nee. Alexander, grant me patience. What? Ah, ich sehe jetzt erst auf der Karte, dass die, mit denen wir noch nicht gesprochen haben, grün markiert sind. Ich habe Leichenteile gefunden. Esse sie. Alter. Du hast dich dadurch geheilt, okay. Was passiert da? Ah, Clock. Was? Warum sagt er nicht, dass die Tür offen ist? You feel a tremendous power in your hands, but they are shaking so hard you can barely use them. Suddenly you're on this very ship, crouched in a corner, hugging. Ja, wollen wir rein oder? A figure approaches, an older woman. She comes close. Ich kämpfe gerade immer noch mit meiner Tastatur. Okay, was ist mit deiner Tastatur? Razer will Chroma einfach nicht abdrehen für dieses verfickte Spiel. Und jetzt dreht er quasi die komplette Tastatur ab und nur ein paar Tasten in Licht, weil er meint, es sieht cool aus. Und hört einfach nicht mehr auf mich. Sitze ich hier im Dunkeln und habe eine scheiß Razer-Chroma-Tastatur und nur drei Tasten sind beleuchtet. Gute Lucky Styler. Oh, 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 oh. Aus seiner Erinnerung habt ihr etwas von seiner Leiche gegessen. Have to check out the ship's log. If she's aboard, I haven't met her myself. Must avoid us Reds when she sees us. If you meet anyone like that aboard, maybe you could talk to her. Casually. Ja, Clock gibt da so ein paar Threads dazu, aber keine Antwort. Ist geil, gell? Zu scharf gerade. Ich habe hier hinten, also ich warte jetzt mal auf euch, bevor ich mit dem Gespräch fortfahre, aber ich habe hier schon mal die Mörderin gefunden. Okay. Ich bleib einfach mal bei dem Punkt, wo ich gerade im Gespräch bin. So, Kellogg's Clocks, komm. Moment. So, die wird hier mit den Armbrüsten bedroht und wurde gerade gefragt von den Jungs, ob sie wirklich zugibt, dass sie hier jemanden umgebracht hatte, meinen sie, ja, ganz recht. Doch, natürlich war es Brüste. There are others whose lives must end. Good God, the woman's mad. You there, sorcerer, go affect Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her hands and feet. Meuterei? Warte mal, bevor jetzt anfangen zu kämpfen, ja? Ich chill das mal eben ganz kurz. Ja. Ich frage nur. Wer ist hier wo? Du bist da. Was geht, Lucky Styler? Frage, wir haben ein bisschen Zeit zum Quatschen nebenbei. Das bedeutet, dass eure Reise bald vorbei ist. Hegin, check mal dein Ding ab. Oh, jetzt geht's los. Positioniert euch mal. Was abchecken? Im Winter. Wo hast du den denn her? Gerade geklaut aus einer Truhe. Gönn dir. Ja? Okay. Ihr habt alle was im Inventar. Brauche ich nicht auch noch einen Köcher? Keine Ahnung, der war da nicht dabei. Ihr habt man nicht jetzt unverhört, ja? Was hast Dings du mir jetzt hier. Siehst du schon. Okay. Eins Zauberstab. Okay. Nein, ich sehe den gerade nicht, aber ist egal. Doch, rüste mal aus. Ach, den hast du wahrscheinlich schon ausgerüstet, kann das sein?
Wahrscheinlich hat er den Automat. Ah, bist schon durch. Ja, wir haben einmal ist fast durchgespielt, dann aus Zeitgründen abgebrochen. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an zu viert. Also ich habe ein Schild bekommen. Ich weiß nicht, ob du hast du mehr als einen gehabt? Ach, dann habe ich dir auch einen Streitkolben geschickt, gell? Ups, das war doppelt gemoppelt. Wie, du hast auf alles anhand? Ja, teilt euch auf, wie ein Streitkolben und wer den Ding nimmt. Ich nehme gerne das Schild. Meinst du am PC? Das ist aber Clocks Tastatur, die durchdreht, glaube ich. Achso, sorry, ich bin gerade bei Clock drin. Nee, aber wer die eine Nahkampfwaffe nimmt noch. Weil ich habe jetzt Gags 2 geschickt, unabsichtlich. Ich würde. Okay, ja, dann. Thanks. Dann schick ihm noch den Streitkolben. Hat versucht, muss ich einfach neben ihnen stehen, oder? Nee, rechtsklick und dann einfach an Fame gehen. Geht eigentlich überall immer. Damit kann man auch noch ein bisschen cheaten. Dankeschön. Dann fahre ich mal fort. Fahren Sie mal fort, ja? Auf jeden Fall. Auch an der Tastatur auf alle Lichter verzichten. Ah, Hügel, kannst du mal bitte kurz rumkommen mit ein bisschen Bier? Meine Razer braucht mal ein bisschen Einschüchterung. Ja. Einschüchterung. So, Abfahrt. Jo. Okay. Alle tot. Hast du dich nicht mehr dran erinnert, gell? Nee. Gut, Das geht das Schiff jetzt unter. Ah, stimmt. Jetzt müssen wir Leute retten. Kurz vor der Schlacht auch alles einsacken, klar. Ach komm. EP. Ich hab noch diesen Laborschlüssel. Was meint ihr, wo kann man den einsetzen? Wahrscheinlich im Labor. Im Labor. Ja, und wo ist das? Das war doch unten, oder? Oh, Quellenhund, Eingeweide, meinst du? Ja, retten wir die Leute oder hauen wir ab? Waren wir nicht oben? Da war doch was, oder? Ja, lass erstmal hochgehen. Unehrenhaft. Man kann niemanden aufwecken, glaube ich. Hier vorne ging noch auch irgendwo was hoch. Ich gehe mal hier vorne beim Labor hoch. Ah, ist blockiert. Okay, dann müssen wir doch hinten hoch. Was sind das alles für arme Schlucker, ey? Die haben alle kaum Kohle, das geht doch nicht. Auf ein Gefängnisschiff. Nein. Das sind günstige Arbeitskräfte, ja. Nicht die Wachen. Die Wächen. Ja. Ja, meine ich ja. Oh, ich habe einen Schlüssel gefunden. Warte mal. Geschoben? Vielleicht kommen wir hier rein. Komm mal rum. Mann, ich wollte schon wieder Tapfinventar klicken. Stehen sie schon alle bereit zum Looten? Das ist aber nicht die richtige Tür, scheinbar. Komm mal hier zu uns. Wer denn? Süß. Mal wie viel Damage, ey, wie viel Leben die hat. Das lohnt sich nicht, oder? Vor allem machen wir irgendwie unsere Waffen kaputt. Ja, wir machen unsere Waffen kaputt mit so einem Scheiß. Mach mal auf jetzt, hier Fane, ja? Ich kann gehen wir hoch. Warum nicht? Ich geh hoch. Weil ich noch nicht die Stufe hab, die nötig. Mann, das ist ganz schön viel Loot da drin. Niemand von euch den Schlüssel hierfür gefunden? Ich habe einen Schlüssel gefunden, aber scheinbar nicht dafür. Bitte. Was ist mit denen hier drin? Das ist ja wieder abgeschlossen. Ja. Oh, hier gefunden. Sind Schwertkämpfer. Ich habe 2 Bögen gefunden. Ja, ich habe auch Gold gefunden. Und ich habe noch einen Schlüssel. Also hier ist auch nochmal eine Treppe. Oh.
ein bisschen feit. Immer einen sagen, versuchen zu klauen. Ja, natürlich. So läuft das. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob einer von uns beschwert ist. Die Türen hier drüben haben übrigens nur 30 Leben, gell? Ausrufezeichen Bild. Ich komm mal hier vorne rein, die Tür, die ich gerade aufgemacht habe. Oder Ausrufezeichen Bild in den Chat. Welche Türen? Ja, die auf der anderen Seite, da wo die beiden Dudes noch drin schlummern. Die könnte man eigentlich den Kopf aufschlagen. Ja, dann lass das gleich mal tun. Ich warte mal auf den Rest. Ja, warte mal auf den Rest. Denke mal, die Trigger mal da drin. Wer wollte denn eben Bögen haben, von wegen Fernkampf? Ich habe nämlich zwei gefunden. Das ist Bandon-Högi. Was hast du für einen Bogen? Einen bogischen. Guck am Inventar. Beziehungsweise ich gebe ihn dir einfach ein, zwei. An Higgin geben. Hast du mein erster Bogen. Was? Noch nicht wahr? Nee, so heißt der Bogen. Ah. Ist aber genauso stark wie Zweig mit Schnur. Zweig mit Schnur. Finde ich gut. Gut, dann Rinni. Oder nur Bild. Nicht Bilds. Aber wir gehen da drüber rein. Ist doch egal. Kampf. Oh, Kampf? Okay. Moin. Wer hat da gelootet? Ich. Hure. Ey. Los, Clark. Ah, da war ja was mit Rüstung. I remember. Gibt's noch mal Rüstungsarten? Magische und physische, ne? Jo. Der eine hat jetzt quasi schon keine mehr, also da könnte er schon mal Schaden machen. Ja. Keine physische mehr, aber magische hat er noch. Ja, wer mit Magi Schaden macht hier in der Gruppe, ist halt falsch dran. Stimmt auch wieder. Ich mag gar keinen Magie-Schaden. Daher das Spiel ein bisschen leiser machen. Ich hoffe, es ist noch laut genug, das Spiel. Wahrscheinlich kann es für den Stream ein bisschen lauter. Sagt mal Bescheid, ob es okay ist. Du meinst nicht uns, glaube ich, oder? Nee. Sorry. Klatsch mal den Hund da hinten. So, kannst du nicht einfach Hundi umbringen? Natürlich kann ich. Du hättest doch einfach mit dem Bogen auf ihn schießen können. Da steht jemand im Weg. Ah, da könnte das sein. Ja, woher kann ich denn wissen, dass da noch so ein Hund von hinten ankommt? Ein Hin von Hunden. Hast du nicht anders verdient? Au! Fair enough. Slice ihn weg, ey. Ich glaube, den Skill habe ich gerade falsch eingesetzt. Das ist interrupted. Aber erstmal Ribbon nass gemacht. Oh. Ich bin feucht, Junge, bei deinem Einblick. Ach, was soll's. Gamli hat mich nass gemacht, ja. Ihr steht da übrigens so im Weg, dass ich nicht. Ich hasse dich. Ich freue mich drauf, das wäre gut. Das muss Ribbon, das so der Gift Counter. Weißt du, wir nehmen uns extra einen Heiler mit und der nimmt sich auch noch einen Toten. Ich finde das so gut. Ich habe die ganze Zeit nichts gesagt, Högi? Bis zu diesem Moment. Högi? Es ist so gut. Högi? Er denkt auch nicht dran. Högi? Was denn? Befehl ist nur, wenn ich das selbst anwende. Nicht mehr das andere. Die Tatsache, dass du einen Untoten gemacht hast, ist eigentlich schon der Befehl mal 10 wert. Schön. Ich freue mich drauf, wenn wir beim nächsten AOE-Heal einfach Rim opfern für den Rest der Gruppe. Ich hasse euch. Da will man mal nett zu dir sein.
Erster Fehltritt ist schon mal da. Ja, da hinten hat schon wieder die Tage. Ich, ja, Junge. Beste Gruppe hier schon wieder. Wie war das denn? Das war ein scheiß Bett. Was? Das, ich hab's Bett getroffen, oder was? Ja. Sehr gut. Aber das hast du gut getroffen. Natürlich geht er auf mich. Ich hasse es, ne? Gex, du kleiner Hurensohn. Was kann da Gex jetzt für? Mitdenken hätte er mal können. Ja, so nicht, mein Boy. Hätte Kausalkette. Erster Tod. Will jemand Rim wiederbeleben? Nein, der ist mir die Rolle nicht wert. Können wir den hier liegen lassen? In-game könnte der Stream auf jeden Fall lauter sein. Ich habe ja keine Fehler begangen. Mach mal ein bisschen lauter. Das möchte ich jetzt mal so nicht stehen lassen, ne? Passt es so? Jetzt schlägt ja ein Stein den anderen. Der Hund ist einfach der stärkste von den ganzen Gegnern hier. Nice. So, lassen wir Rim liegen hier, oder? Ja. Außer du möchtest ihm jetzt hier die Rolle, weißt du? Aber das musst du selber für dich entscheiden. Das ist eine Sache, die können wir hier nicht machen. Speichert mal jemand. Was hast du vor? Ich dachte einfach nur mal so aus Prinzip. Aber Gex, musst du alle 5 Minuten sitzen? Was denn? War gerade aufregend. Aber packst du das Bild mal wieder zurück? Welches Bild? Wovon sprichst du? Das da in deiner Tasche. Wie kann man nochmal einstellen, dass die Kamera dem Charakter immer folgt? Ich hab das gerade. Warum ist Rim eigentlich so leise bei mir? Das kannst nur du beantworten. Ist das nicht eigentlich gut? Eigentlich schon, ja. Moment, was? Hallo, hallo, hört ihr mich? Hallo, ich bin's. Rim. Ja, ja, irgendwie. So, dann lasst uns mal nach oben gehen, oder? Oh, was ist das denn? Ich will das. Hängt denn noch eine Waffe? So, nochmal die Frage, wie kann ich nochmal einstellen, dass die Kamera meinem Charakter mal folgt? Das war doch irgendeine Taste. Also irgendeine Taste war sicher. Aber welche Taste? Fuck off. Oh oh, kommt schnell hoch. Ich hab noch einen Stab. Wer braucht noch einen Zauberstab? Ich will nicht gern. Nee, brauch ich nicht. Was? Hier, hast du. Ach, die scheiß Maden hier schon wieder. Junge, ich hab so circa gar kein Leben. Ich hau mit meinem nächsten Zug ab. Wohin haust du denn ab? Ah, ist ja kein Problem, ich kann dich doch heilen. Oh, ich freu mich da schon drauf. Fuck, der geht 100 Profen. Oh. Wir lassen dich jetzt liegen bis zum Ende dieser Mission. Das ist dir klar, oder? Die kommen nicht umsonst, diese Schriftrollen, Rim. Ist mir schon bewusst. Naja, umsonst ist dir schon. Bewusst? Sie kommen nur nicht kostenlos. Ah. Kann man Ribbon eigentlich looten? Ich glaube, außer Gerippe kriegst du da nichts. Oh oh. Wie meinen? So, wo müssen wir jetzt hin? Hier zum Rettungsboot. Und dann müssen wir, glaube ich, entscheiden, ob wir nochmal runterlaufen oder nicht. Damit nicht alles täuscht. Ja, eskaliert doch mal, du Kackvieh. Guck mal, wenn wir jetzt rangehen. Hat einer Rim wiederbelebt? Nein. The dwarf yanks at one of the nearby ropes to no avail. He said there were other people down there. Bin dafür, wir retten ihn noch. Ich bin eher so auf der Seite des Zwerges. Was macht ihr?
Mit Verlusten ist zu rechnen, genau. Ja, gehen wir runter oder nicht? Einer muss sowieso ja Trim retten. Ich bin dafür, dass wir runtergehen. Ja. Oh, jetzt bin ich nicht mehr dafür. Können wir die nicht unten lassen? Also ihr holt Trim, ich geh runter, ja? Abgemacht. Deal. Was? Ihr holt Trim, ich geh runter, abgemacht. Deal, danke. Und die nächste Rolle geht raus. Nee, ich hatte nur eine. Die ist weg. Ja, klar, jeder hat nur eine. So. Ja, da muss ich ihn ja wohl holen. Weißt du, wenn wir am Boden sind, setzt Rippen seine wieder daneben. Von uns zum Ausgehen. Das war schön. Kann ich dich denn jetzt gerade nicht? Hä, wo kämpft ihr denn jetzt? Ach, ihr kommt von der anderen Seite, oder wie? Jetzt erstmal wieder hochheilen. Nee, die sind nach oben. Ach, die sind alle noch oben, oder wie? Schön. Ich glaube, die kommen hier unten ganz gut alleine zurecht, Clock. Ja, sieht irgendwie schon so aus, gell? Ja, sind auch die Helden des Spiels quasi. Ja, beim Ribbon können wir jetzt schon mal im Boot wegfahren? Ja, lass mal versuchen. Naja, geht nicht. 3 XP für uns. Ja, nehme ich. Alle. Es gefällt dir doch hier sicher, Gex, oder? So viel Tentakel. Ist auch nur noch ein Gegner, oder? Ja, in der Mitte. Ich hier auch nur den einen. Ja, ich lauf. Ja, was hier? Los, Gamli. Ja, doch. Gamli, mal schneller. Kurze Beine. Guck mal, der kann das besser. Soll ich auch runterkommen? Nee. War sie nicht nötig. War's das, oder was? Gehen wir raus? Ich glaube, ja, wir sind fertig, ja? Wie wir alle durch die Tür einfach durchlaufen, sehr gut. Nur ich mach sie auf. Beziehungsweise da hinten liegt noch eine Magisterin. Nevermind denn. Das war's. Die Helden haben es nicht geschafft. Ende. Ja, aber schönes Spiel. Können wir mal bei Gelegenheit wieder. Hat auf jeden Fall wieder Spielwert. Ja. Kürzer als gedacht, aber sonst ganz gut, ja. Ich fand den Anfang besonders gut. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Orivan. Ja, easy, oder? Absolut. Und ich meine, jetzt sind wir in Fort Joy, da kann sie nur schön sein, bei dem Namen. Das ist eine Burg, auf der einfach alle Gangbang haben. Okay. Okay. Hatten wir auch gerade, deswegen liegen wir so erschöpft am Strand. Gestern. So ein komisches salzigen Geschmack im Mund. Alter. Gleich kommt wieder Högi mit seinem, deshalb hat alles nach Pimmel geschmeckt.
Perhaps we can have something done about these. I thought the order would get rid of the order traces. Wir haben jetzt zwei Gegner. Guck mal, Tam. Tam, ich share. Da ist er. Ah, dann mach ich gleich wieder. Wo bist du gerade, Uli? Der labert wieder Kinder an. Glaub dem Onkel kein Wort. Schleichen ging doch auch irgendwie. Ah, genau, und alt geklickt halten, damit du auf dem Boden Gegenstände siehst. Welche Taste? Alt. So weiter, wenn du dann noch F4 dazu drückst, dann sammelst du alles auf. Ja. Danke, Gex. Des Weiteren kannst du mit POS 1 deine Kamera wieder zentrieren, falls du dich von deinem Charakter wegbewegt hast. The child screws up his face and looks at you hard. He lifts his mirror up to aber his eine Shortstick. Also als Zwerg wäre alles andere ungewöhnlich, oder? No one cares where I go. Oder sehe ich das jetzt falsch? Wollen wir dich hier eben kalt machen? Weil da liegt ein Magister, ja, den wir dann looten könnten. Ja, lass auch gerne kurz warten. Der labert hier gerade mit dem Kind noch, das hier rumsteht. Ich würde gleich, würd gleich den ersten Hit dann machen, mit dem Schwarm. Weil so, ich komme. Unten braucht zum Aufladen. Mhm. Irgendwie kommt man auch auf Markieren, oder? Also für die anderen, egal. Ja, das ging irgendwie. Ja, wollen die Nahkämpfer schon mal einen Tick vorgehen, oder was? Ping kannst du machen. Rechts oben an der Minimap. Ah, stimmt, genau. Ja gut, dann... Ja, wie war... Warte mal, C. Ah, C war das, geil. Ich schwöre, ich bumse die weg. Das ist so gut. Wo sind meine ganzen Skills eigentlich hin? Oh nein, meine ganzen Skills sind weg. Bist du auf Seite 2 zufällig von der Skill-Page unten, von der Leiste? Ah, okay, alles klar. Verstanden. Okay, alles klar. Tja. Ich hab's nicht ein Autosort für Mentar. Na egal. Höchstwahrscheinlich über den Auto-Sort-Button. Ich sehe ihn nicht. Ganz oben. Ganz oben, warum bin ich? Ja. Gut, danke. Ich habe einen abgebrochenen Stick. Okay. War ein bisschen heftiger Kangrape, was? Warum bin ich schon wieder zu mir, ey? Scheiß wie. Oh, ich sehe hier ein Muster. Ich hoffe, du hast genug Gift dabei, um dich selbst zu holen. Das hab ich schon gebraucht, dank Gags, Alter. Heißt hier dank Gags? Ehrlich mal. Sei mal dankbar. Gags ist ja zumindest mal nützlich, ja? Bei mir kannst du nichts heilen. Wie wär's, wenn du mal einen von denen wegmachst? Ja, ja, na gut. Greif mal den bei euch an, den vor mir Case erstmal. Ne, den mach ich für dich. Stimmt, du bist eh vor dran, ne? Ne, mach ich auch nicht. Das ist jetzt auch nicht egal. Haben beide nur noch 6 und 7. Da fuck. Gut, Gex. Gex, was war das gerade eben für eine Fähigkeit? Kannst du dir vielleicht nochmal durchlesen? Gex ist Blutsauger, nützlich. Das ist das Ding, was heilt. Das ist das, was ich vorher gebraucht hätte, statt deinem dreckigen Heal. Ach so, okay. Das heißt, das Ding hat sich selbst geheilt gerade, oder war das Gex? Nee, das war immer noch Gex. Das war Gex durch die Blutlache, die er unter dem Viech gemacht hat. Ah, okay. Ich hab denselben Skill. Ist alles Absicht und Teil des Plans. Mhm. Ist das so? Ja. Stufenaufstieg. Glory is mine. Fuck's sake. 1, echt jetzt? Soll ich dir nochmal bluten geben? Lasse bluten. Oh, scheiß drauf. Mach du mal.
Geh doch. Gar nicht so einfach. So, ja, jetzt können wir gleich leveln. Slain beasts and comment that they must have been the cause of the shipwreck. I would have preferred not to spill more blood today. They didn't put up much of a fight. Dryland. Wir haben dieselbe Stimme, sehr gut. It was good to see some of them bleed after what they did to the ship. Bei mir nicht. Good riddance. Ich habe eine andere Stimme, ich bin besonders. Ach, dass du besonders bist, ist nichts Neues. So, wir können skillen, oder? Stufenaufstieg, stimmt. Wie, hast du immer noch nicht? Wie denn nochmal, verdammt. Okay, ich hab's jetzt raus und ich muss sagen, es ist doch ziemlich geil, dass die Tastatur hier anfängt mit dem Spiel. Jeder verfickte Spell macht eigene Muster auf der Ding. Was? Was hast du vorne? Irgendein Racer-Stil. Racer, okay. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Schild hochmache, dann vibriert die von innen aus in Gelb. Einfach nur komplett raus. Mit dem Sound von dem. Das ist, glaube ich, zu crazy, aber ist eigentlich ganz geil. Fähigkeiten. Wo waren die nochmal? Wie komme ich nochmal an die Scheiß. L, G, wo waren die? Ne, K, da sind sie. Aber K kann ich dann nicht. Kann ich dann nicht die Level kannst du rausziehen. Übergeben. Nee, die kannst du ja unter I vergeben, links. Ach, ja. Uch. Schon so lange her. Ja, ist verziehen. Braucht von euch jemand eine Mana Potion? Weil die brauche ich nicht. Mana Potion ist das nochmal. Nee, magische Rüstung ist das. Na egal. Ich behalte es mir einfach mal. Überredung pumpst du wahrscheinlich wieder ganz viel rein bei dir, ne? Ja. Übrigens ist hier das DLC-Vieh und ich finde es so geil. Wir können jetzt zwar noch nicht reden mit ihm, aber es ist einfach so eine geile Gestalt. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Super gut. Hat jetzt jemand eigentlich Telekinese genommen? Ich habe Telekinese, ja. Ich habe es auf 1 halt, ne? Na gut, dann Stufe gehe ich was anderes. Ja, jetzt sag das doch, dass du das hast, dann hätte ich das nicht genommen. Ich wusste nicht, dass ich es habe. Wusste ich auch nicht, dass ich es habe. Okay. Ich habe jetzt Lehrmeister genommen, eine Stufe. Ich habe Telekinese auf 2 gemacht jetzt. Kann jemand schon mit Tieren sprechen? Nicht, gell? Ich glaube, wir haben schon mal gefragt. Nee. Das sieht aber super gut aus, das Viech. Mhm. Hier unten ist übrigens dein Meister und Kipita, Higgy. Oh. Dem du deine Seele verkauft hast. Stimmt. Meister! Meister! Ich hab ein Sniffelstück für Sie dabei. Eckhart! Werden uns alle eigentlich die Namen aus Werner geben sollen. Oh Mann. Yes, you recognize him from the ship. Schön. Die Zwergenklerik, die immer auf die Helmpflicht braucht. Nebenbei anmerken, dass er einen schattigen Platz finden sollte. Er sieht aus, als hätte er zu lange in der Sonne gestanden. Ich kann mich erinnern, dass er sehr stolz war. Fair enough. Shrek. Perhaps I spoke too soon. I recognize you now. The brave soul, the savior. I was with you on that ill-fated ship, and might well not have survived had you not returned to the aid of your fellow passengers down in that dreadful hold. You have my gratitude. Hand over heart, he salutes you with a bob of the head. More than a nod, though less than a bow. Bla bla bla, gerne geholfen, bla bla bla. Yes, I'm sure you've all the makings of a hero and all that, but let's not get carried away, shall we? Ficker. Now then, if there's nothing further. Wollen wir fragen oder gehen wir?
Er fragt doch. Lass fragen, ja. I'm sure I don't mean to sound condescending, but I had thought it quite self-evident I was gazing out over the waves. Danke für nichts. He sighs dramatically. Tell me, what do you see when you cast your glance over this ocean? Klassischer Glock. Ja, das klingt quasi danach. Passt zum Tag heute. He looks out over the water once more, and so do you. A few tranquil moments pass as the waves lap against your thoughts. As for myself, when I consider this vast expanse before us, I see an empire. I see continents dotted with mighty cities. And shimmering along the soft curve of the sea's horizon, I picture the palaces that formed my paradise. Mit den Schulterzucken, so, dass manche Leute Schlösser in der Luft sehen. Ah, da kann man sie auch im Meer sehen. Yes, but these weren't castles in the sea. Ja. Quite obviously, I was musing over the very actual empire that I lost. Natürlich. Suddenly, having all the air of being deeply offended, he stares at you with utter incredulity. Gut. Do you just stand there gawking like an ape at an abacus? Or do you really mean to tell me you don't know who I am? Ihm sagen, dass du noch nie von einem Abacus gehört hast, der einem sagen kann, wer jemand ist. Well, more the damn pity, isn't it? For I am the Red Prince, the All-Conqueror, the World-Taker. Es war viel schöner, als ich der Rote Prinz war und ich vollgelabert wurde von ihm. Zu dir passt das halt auch eher. There's a brief moment's pause, during which his grandiloquent pose deflates ever so slightly. That said, I suppose I must own up to the fact that I find myself rather in between all-conquering and world-taming opportunities at the moment. The grandeur that is my fate has hit a bit of a snag. But never you worry. For the throne I have, and my throne I shall have. Sagen, dass absolut fesselnd war, aber du dich beeilen musst. Then by all means, dash. He watches dash. You depart without another word, then turns back to face the sea. Aber das Viech folgt uns jetzt. Wie gut. Bis wir mit ihm reden können. Vor allem, wie der klappert, ey. Aber das war ein Talent, gell? Ja. Also quasi ein Fremdwort für uns. How do you do? Jo, Hilgi, das ist ein Kind. Willst du es mal ansprechen? Ja. Ich sehe schon, wo sich das hinbewegt. Oh, aus dem Wasser. Wahrscheinlich, ja. Mehr tot als lebendig, ja. Aber mit den Elfen muss man aufpassen. Die Weihnachten so ein Kind ganz gerne immer. Weggeschlickert. Im Königshaus. Aber die Talente, warum sehe ich die nicht? Wo waren die? Und dann. Ja. Ach, hier, ja. Link, siehst du? Mit I kannst du ja das Inventar aufrufen. Irgendwie kamst du auch, ich glaube, Tierfreund. Will das einer von euch skillen oder hat das keiner vor? Kannst du gerne wieder machen? Nee, Jungs, ich habe hier vorne. Bin ich in einen Counter gelaufen? Tu mal sowas ja neu. Was ist das denn? Hab ich ja noch nie gesehen. Ja, ich loot währenddessen mal, ja? What the fuck? Oh, da fällt mir was ein. Daher? Was hast du da gemacht? Högi? Es gab nicht viele Möglichkeiten, um hier in den Kampf verwickelt zu werden, ja? Ich war's nicht. Aha. Stufe 8, wir sind tot, Leute. Ja, er hat aber gerade gespeichert. Insofern. Hau mal ab einfach. Ja, dann krieg ich aber auf die Mütze. Auf fucking Insel. Ja, viel Spaß da vorne. Ich glaube, du kannst immer laden. Durch ein Gelegenheitsangriff. Au! Wie hast du dich so schnell beleidigt? Ich habe nichts gemacht, ich stand da nur. Rim, hast du deinen Helm auf? Nein. Was? Ja, oder? Weiß ich nicht. Nee, hab ich nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich bin da nicht so dran gestanden eigentlich. Apropos, wo ist mein Helm? Warum ist der weg? Du hast doch eine Mütze. Zieh den mal auf. Nee, die ist auch weg, die Maske. Nachdem du gespannt bist. Nein, der hat nicht. Der hat, oder? Das ist doch, die Kutte hat doch auch. Nee, eine Kutte habe ich noch, eine zerschlissene, ja. Das setz sie mal auf, bitte.
Deswegen, ja. Das wird es gewesen sein. Die haben halt absolut keinen Bock auf Untote. Ja. Dann lad mal. Die Frage ist aber, ja, ich lad jetzt mal. Die Frage ist, warum ist mein. Wie war das mit den Verlusten? Ja, genau. Diese Mütze weg, mit der ich mich verwandeln kann. Die suchst du ja wieder. Die hast du jetzt mit dem Schiff verloren. Das ist ja eine Quest von dir, die wieder zu suchen. Ja, dann mit der, sollten die wir ist vielleicht ja ultramächtig. Mal laden, ja. Die ist ultramächtig. Ja, mit der kannst du ja jedes Gesicht und jede Rasse quasi auswählen. Spielstand geladen, warte kurz. Mann, Ribbon. Oh. Da subskribiert jemand. Vielen Dank. Ist es dein Ernst? Ich sag doch, ich hab den falschen geladen. Der richtige ist ja noch da. Und seit 6 Monaten. Sehen wir gleich, ob der noch da ist. Witzig wär's. Junge, wie lange lädt der jetzt? Setz dir deine scheiß Kuh auf, ja? Danke. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ach, ich erinnere mich langsam. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich meinen Rogue spielen wollte. Scoundrel, Teleport. Zu schnell. Ich habe kurz ab einer. Macht ihr hier so? Kreislaufen. Der Hintergrund läuft hier mir nach, kann das sein? Ja, ich guck gerade eigentlich selbst nur so ein bisschen rum. Guck mal, hier ist eine Kiste. Warum folgen eigentlich nur mir jetzt diese Katze und dieses andere Viech? Ich find's zwar geil, aber warum? Wollt ihr deinen Dialog eigentlich hier mitbekommen oder kann ich den durchklicken? Den würde ich gerne mitbekommen. Ich würde ihn auch gerne mitbekommen. Ich glaube, der war interessant für die Story. Mal gucken, ob wir jetzt wieder in den Kampf kommen. Ich glaube, du kannst, oder? If you can tell the Godwoken no more, your tongue is of no use. Cut it out. This can't be serious, Alexander. Come. You should know by now to obey your superior, Magister, whatever she may ask. Ich find's jetzt schon geil, was nah hier rausspuckt. Oh, ich werde uns so in Probleme bringen. Herrlich. Aber hier wird meine Soldatenantwort fällig. Annehmen, dass der Verrat die Sechse groß war. Oder hier ein erbärmlicher Tyrann reagiert. Er regiert. Was? Doch reagiert? Aha. Okay. She pinches the tip of her tongue with two fingers and brings her dagger to its root. Her eyes squeeze shut. Hast du das Spiel auf Englisch gestellt? Glock scheinbar ja nicht. Nee, ich nicht. Ich hab's jetzt extra auf Deutsch tatsächlich. Okay. Jetzt also, Deutsch, Dialog. Mit den Bilds ist das halt ein bisschen nervig, finde ich. Ach, wegen. Ist ja jetzt nicht so deep, was das anbelangt. Oh, das stimmt auch wieder. Ist ja kein Path of Exile oder so. Mein Vater, may his soul rest in peace, would be disappointed in you. Ich finde es ganz gut, dass Audio Englisch ist und Text in Deutsch. Ja, ich mag das auch bei GTA und so, dass da die originale Vertonung ist. Ich mag die Übersetzung irgendwie nicht. The fate of our realm hangs in the balance. If you will not help us save it, then you will help the void destroy it. Dallas? Yes, your holiness. Puff. I believe we're done here. Aua. The Lizard Magister. Or what's left of her lies in a puddle of gore. It seems I have one less jailer. How tragic. If only I could still shed tears. When it comes to dying in a puddle of your own blood, sooner her than me. Whatever her troubles might have been. Beide klingt halt echt gleich. Ja, kann man das noch ändern, irgendwie im Nachhinein? vielleicht dann in Akt 2, ich glaube aber eher nicht.
Her blood dries on the stones, not mine. Good thing, too. Schlägerst du nicht? Oh. Ey, wir können gleich den Trickmann-Kampf anfangen. Wow. Ah, doch, kann man. Aber erst später. Was wenn du an die, in den Spiegel kommst. Richtig. Apropos, kann ich eigentlich? Oder mal? Oh. Ich hab hier gerade eine Konversation angefangen, weil ich dachte, ihr seid mit der in der ja. Einfach mal Streit schlichten, ja? Hier gibt's gleich Mord und Totschlag. Someone's gotta keep this place running. Griff can't do it for free. Why'd you gotta make this so hard? An intense looking man steps between the thug and the elf and rolls up his sleeves, revealing well muscled and heavily scarred arms. Just stand aside, won't you, mate? This is no business of yours. Lone wolves decide their own business. The thug freezes in fear for a moment before shuffling back to the protection of his crony. Pay up, elf. No one shorts Griff, especially not one of you. Everyone in camp's got to contribute. For food, for protection. No exceptions, especially not for elves. Griff's orders. Food? Protection? I have neither. The intense-looking man stands beside you against the thugs, shooting you an appraising glance. Burrow looks you both up and down, sizing up your combined threat. Ah, get out of here. The both of you. You ain't worth a sweat on my brow anyhow. The elf smiles and bows to you in thanks. Tja, und schon hat Gamli sich ein Weib aufgerissen. Ja, so geht das. Ja, folgen wir der jetzt oder folgen wir der später? Willst du die nächste dunkle Gasse verfolgen oder was? Sie hat ja gesagt, ich soll mitgehen. Achso, das habe ich nicht gesehen. So, ich hab Dinge zu tun. Weiß ja nicht, was ihr so macht. Ah! Boah, das war knapp. Was war das? Oh shit. Ja, warte. Junge, ich nehme mir gerade Händler aus. Ich könnte ihn einfach so speichern. Okay, mach mal. Oh shit. Ah! Junge. Nix. Alles gut. Bock im Kampf? Nein, noch nicht. Aber ich glaube, bei der brauche ich mich nicht mehr blicken lassen. Wir haben uns das letzte Mal da schon mit irgendeinem Händler verkackt. Wisst ihr es noch? Ich weiß von gar nichts. Ich fühle mich hier absolut nicht schuldig, ja? Ja, ja. Komm sicher irgendwann mal mit. Ja, warten wir mal mit dem Gespräch. Ach, das Gespräch könnt ihr schon mal durchmachen. To be vulnerable in a place like this is tough. You may keep your shame for yourself. An open heart knows the difference between right and wrong. It is not wrong to walk in the camp. It is wrong to assault one walking. You walk among humans too long if you think differently. I hear of no escapes. The only way out is through. Ich hab ganz schön wieder seinen Spaß. Ja, ich hab Stiefel und Handschuhe, ihr nicht. Handschuhe habe ich auch. Okay, unfair. Ich brauch bessere Stiefel, ich muss bessere Stiefel klauen. In this cave, we trust the healer. She is young, but she sees. She knows more than we know. In the camp, the brute Griff rules. He who gives the bread has the power. Ich habe einen abgetrennten Kopf von mir.
Okay. Ja, toll. Sehr gut. Ja. Kannst du mir geben, ich schlicker den. Gleich dem Heli- ja, ja, ich weiß. Du musst ja alles anwenden. Schlickern! Wir sollten dich halt tatsächlich nicht in die Nähe von Kindern lassen. Ah. You cover your face with your hands. You've just heard the news. The elven homelands have been destroyed by Komm, dreh dich um. It was your order who did. Das Elfenreich wurde zerstört durch Todesnebel. Schade. Ich habe eine versteckte Höhle gefunden. Okay, Gags, rein da mit dir. Ja, ja, ja. Warum habe ich gerade vor Augen, wie so eine Elfe so ein übergewichtiges durch so ein enges Loch in die Höhle. Kann mal jemand ein bisschen Butter nachschieben, wie ich steck fest. Butter, die alte Mann. Schiebst du Butter rein, hörst du ihn nur schlubbern. Nicht so, Gags! Jetzt noch ein paar Brötchen. Und vielleicht ein Maiskolben. Aber gefettet. Ich sehe nur, wie Glock wieder richtig gierig reinlegt. Ey, 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 nix mach ich, guck weg. Nix passiert hier. Seid ihr in der Mitte der Stadt in diese. Nee, warte mal. Wo ist die Scheiße? Glock kommt richtig gut reinlooten. Ja, das ist halt schon ein bisschen unverschämt von dir, gell? Glaubst du denn von mir? So, wo gehen wir jetzt hin? Dahin, wo ich Sachen verkaufen kann, was? Alter, alle sprechen mich hier an. Ja, passiert denn echt nicht, gell? Ist richtig. Wo geht's denn in die Höhle rein bei euch? Ich glaube, wir sind ja schon fertig, oder? Ach, gut. Wir keiner aufgepasst, gell? Ne, wir haben doch hier auch noch was. Wir können doch hier, wir haben ein kleines Mini-Dungeon, wo man rein können, wenn es wäre. Da haben wir doch schon mal gegen die Monster gekämpft. Oder laber dir noch? Ja, ich wäre soweit. Ja, warte mal, ich hätte noch einen Toy-Crossbow. Hier treibt sich. Ihr treibt leider ein Dieb sein Unwesen. Lasst mich eure gesamten Habseligkeiten sehen. Ich stell mich mal gut, dass ich den abgetrennten Kopf schon gegessen habe. Hegni, welchen kannst du einen 7 bis 8 Physical Toy Crossbow als Waffe brauchen? Jo. Toy Crossbow. Ist nix. Und Lockpicks kann jeder benutzen, ne? Ja. Okay. Kein Strebe halten. Ich weiß nicht, wie. Also ganz ehrlich, ich habe genauso viel Gold wie ihr auch, aber ich bin hier wieder der Dieb, gell? Das ist hier ganz böse Diffamierung, ist das hier. Junge, dein rein. Inventar! Wir können hier rein. Ich habe gehört, er treibt einen Dieb sein Umwesen. Kannst du die auch wegmachen oder müssen wir die totschlagen? Totschlagen vor allem. Kaputtschlagen. Ja, dann mach mal. Ja, fang du an. Jeder einmal, oder? Besser an die Fernkämpfer, aber das tut halt nicht so. Dürfte Haltbarkeit nichts tun. Ja. Ernsthaft. Alle haut's um außer Glock. Schießt mir auf das Wasserfass. Ich glaube, das macht das Gift weg, oder? Ah, lol. Jetzt hier die Chineser. Das war schon richtig so. Oder so. Ja. Geht auch. Ich war kurz verwirrt. Ich dachte, ich hätte das fast gemoved. So, ich heile mich mal kurz. Bin auch immer kurz verwirrt. Geschmolzener Zwerg. Sehr gut. Oh fuck. Die Scheißfrösche. Ach, die Scheißfrösche, ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Welche Stufe haben die? Stufe. Zu viel, ja, wenn ich mir den Schaden so ansehe. Ach, kaum Stufe 3, das kriegen wir ja wohl hinter Stufe 2. Tut man nicht so. Vorne, ey, ist das, das ist gerade der richtige Encounter für uns. Aber wir hätten uns definitiv besser positionieren können, ja. Ja.
Zum letzten Moment dachte ich, Moment, die Stelle kennst du doch und nochmal die Scheißfresche schon da, ey. Ich vermisse gerade Teleport. Ich hätte mir vielleicht doch einen Rogue machen sollen. Ah nein, das Niederschlagen war ja blockiert. Fuck. So ein Niederschlagen-Pfeil verschwendet. Aber ich kann mich aber heilen. Noch ein physischer Rüstung. Pro gehen die Frösche gleich erstmal auf mich. Hm? Ja, dich würden die hier heilen mit Gift. Ja, oh, schön. Wissen. Nice Kombi. Brennender Zwerg, schöne Nummer. Mein Bart! In der Höhle direkt am Anfang gibt es eine Echse, die man irgendwie triggern kann. Den dann immer gekillt. Die Echse gibt guten Loot. Mm. Also am Eingang der Höhle soll eine Echse sein, die wir killen können. Die gibt guten Loot. Piss dich alle, ja? Ach, das sind ja drei. Ich bin schockiert. Ah, die beiden haben jetzt keinen physischen Schaden, Armor mehr. Dinge, Deutsch, ist was? Zwerg ist on fire, fire. Ich bin jetzt nur noch warm. Sehr gut. Warmer Bruder. Komm schnell, er ist noch warm. Im Gegensatz zu dir, warm, kalte Brother. Leiche. Hast du gerade Rim geheilt? Nee. Das wäre so schön. Oh. This ribbon is healed. Ja, da meine ich mich auch dran zu ändern, Lucky. Ja, lass dir Zeit bei den 5 Fähigkeiten, die du hast. Kein Ding. Ich hab so viel Schrift rein. Ich hab geguckt, dass ich nicht kann. Nix bist du drauf gekommen, oder? Sorry. Ich würde jetzt erstmal nur den einen da fokussen. Fort. Jo. Irgendwie ist tot. Ja, schieß halt dreimal, du Mistvieh. Dass sie hintereinander ankommen, ist jetzt irgendwie ein bisschen suboptimal. Der ist tot. Tja. Hm. Können wir, glaube ich, fast nochmal laden, ha? Lass uns das mal versuchen hier. Ja, das ist eine gute Idee, erst bis vorher noch. Ja, ich dachte auch, ich hätte jetzt eigentlich noch genug AP, aber aus irgendeinem Grund haben zwei nicht gereicht. Shit. Kluck, 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 kluck. Und so. Der steht ja immer noch. Der stand ja immer noch. Macht Luftschaden? Ach komm, ich mach den jetzt eben so. Ich kann den nicht so wegmachen mit einem Zug, das heizen. Ich hab auf jeden Fall drei Schriftrollen. Ja, ich nutze jetzt mal eine hier. Ja, ist so weit weg die Scheißviecher. So kacke. Ja komm, dann nehme ich einfach nur meinen Bogen. Das macht halt so gar keinen Schaden. Wo hast du her? Ja, hab ich da vorhin gefunden. Einen habe ich Hüge gegeben, einen nehme ich. Das hier vielleicht? Hatte ich nicht zwei Zauberstäbe? Ich hab dir doch einen gegeben, oder? Nee, bei mir kann man nie einen haben. Du würdest einen Zauberstab mir gegeben und dann noch die Keule. Dann hatte ich einen zweiten gefunden und hab den Fane geschickt. Ja gut, ich starte mal neu, lad mal neu, ne? Ah, das ist ein Stab, jo. Guck mal im Inventar. Aber ich guck noch kurz, oder? Ja, jetzt habe ich einen Stab ja, da. Das hat ein Schiff. Jetzt lad mal neu. This! Was? Warum bin ich auch tot? This Dwarf is on fire! Was ist nicht mal ich, hab dich, ich war gerade im Inventar, musste dich flamen, sorry. Prioritäten. Die Bursche haben dich geflamed. Didididididid. Bim.
Was? Was? Hallo? So, jetzt nochmal in gut, oder wie? Ja. Jetzt nochmal in gut, den ganzen Schissel. Jetzt nochmal mit Loot. Jetzt nochmal mit Loot. Warte. Nochmal mit Loot. Jetzt ist aber auch nochmal gut, ja? Flasche vergiftetes Bier ist auch gut. Wenn ihr irgendwo ein Giftfass seht, sagt Bescheid. Dann kann ich ein paar Macht dein Pergament kaputt. Mit C ist es Dings hier, gell? Buis. Schleichen, ja, gute Idee. Tja. Ja, hat es total gemacht. Ja, ja, Arschgang, ich bin nicht entdeckt. Schleicht er in so einen Stein rum. Alter. Hügi ist schon wieder tot. Was? Ernsthaft? Ja. Au. Naja, der hat so gut wie. Leben. Ja, Hügi, zieh dich mal zurück. Ach, physische bringt ja auch nichts. Ne? Ich würde gerade sagen, keine physische Rüstung geben. Scheiße, ich hätte einen fucking Rogue machen sollen. Aber ich glaube, Hügi, bist du eben geschlichen? Ja, ne? Die werden jetzt wahrscheinlich Hügi hinterherlaufen. Sehr schön. Junge. Alter. Ja, wo ist der Scheiß vorhin gesprungen? Tja. Oh, warum denn immer auf mich? Weil du der Scheiß. Weil du schon Schaden genommen hast. Gex, ich wäre für den Heal dankbar. Ja. Hoffe, du. Ne, du durftest ja noch so lange überleben. Das mit dem Gift zählt erst, wenn du den Dubian ran musst. Dann den Melden. Du bist schockiert. So. Ja. Das ist halt nicht sehr unsere Health-Punkte. Ja. So, auf wen gehe ich denn jetzt? Der geschockt ist, oder? Ja, geh mal auf den zuerst, weil ich. Ist vielleicht schlauer, wenn wir erstmal einen kaputt machen, bevor wir alle noch anhitten. Kann ich den denn auch normal, Dings so. Kriegen das dann für Schaden, wenn ich den Scheiß. Ne, es macht mehr Schaden, wenn ich den Moskus warm mache. Oder? Ja. Kostet mich 2 AP. Runterspringen ist ja natürlich wieder nicht, muss ich wieder hinten rum, ey. Du Foot. Du Foot. Ist klar. Ja, auf wen wird der wohl gehen? Beim nächsten Zug bist du tot. Klingt wie ein schlechter Horrorfilm. Wobei es läuft gerade Regeneration gegen vergiftet. Ja, bei, ne? Aber die läuft halt eine Runde weniger lang als das Ding. Macht Sinn, dass ich habe auch keinen Heiltrang mehr. Aber dann kannst du ihm keinen Heal mehr geben. Ne? Ja, mach doch einfach mal Damage die Runde, die du jetzt kannst. Cooldown jetzt. Blattsacker würde gehen, aber es ist halt auch nirgendwo Blut gerade auf dem Boden. Klingt das scheiß wie ich will eine Kuh, ey. Cosplay. Klingt große Frösche nun mal. Cosplay, ja. Wenn ihr den anderen noch niederschlagen könntet, wäre super. Den hinteren? Ja. Ich krieg den halt nicht down, glaube ich. Ich versuch's mal mit einer Schrift raus. Ich hätte vielleicht auch aus dem Gift noch rauslaufen sollen, aber ich hatte nicht mehr genügend AP. Ich komme mal wieder nicht bei denen an, ey. Das ist doch ätzend. Jetzt muss ich einfach nur meinen Bogen nutzen. Ich kann nichts anderes machen. Ich bekomme ja so Déjà-vu. So, ich kann meine Core-Fähigkeiten nicht nutzen. Ich muss leider meinen Bogen nehmen. Remember, erster Durchgang mit Ribbon. Wir sind immer noch in der ersten Stunde. Entspann dich mal. Ja, ich bekomme halt trotzdem Flashbacks. PTSD.
Trans-Högi, der sich irgendwie mit drin entscheidet, doch eine andere Klasse zu spielen und irgendwie Dolche überall finden will. Rim, der als Mage mit dem Bogen spielt. Sehr schön. Schön, ey. So. Das freut mich. Das könnte doch gehen. Sei denn, der ist dagegen immun? Naja, nee, nicht. Corona? Sehr gut. Ja, sehr gut. Der nächste Frosch hier killt dich trotzdem. Nee. Ist mit dem Strom durch? Er ist niedergeschlagen. Wer von euch braucht jetzt gerade mehr? Ja, du brauchst jetzt noch eine Runde. Derjenige, der hier was leistet, gell? Ja, gönn dir. Auf den schießen. Ah, nein, nicht genügend AP. Wenn du in das Blut reinlatscht, dann kann ich theoretisch Blattzacke auf dich machen. Das, was bei mir ist. Das verstärkt dann den Effekt einfach nur, ne? Ich glaube, du heilst halt das anhand ja. Die Anzahl Punkte anhand des Blutes um dich rum. Also je mehr Blut um dich rum ist, desto mehr heilst du. Ja, genau, das stimmt. So, das heißt, ich müsste dich als Darm teilen. Geil. Nice. Nice. Moment mal, war das jetzt nur... War das jetzt tatsächlich Leben, ja? Und nicht magische Rüstung? Ja. Okay, ja, geil. Es gibt jedem Leben, auf den du es machst, aber auch Feinden eben. Hä? Ist Blattsacker nicht eigentlich ein Nekrotalent? Ja. Okay. Der ist erklärt. Ja auch ein Teil Nekro-Bild. Also, was machst du alles? Du hast Hydro, du hast Nekro und was noch? Ich glaub, ja, das ist es hauptsächlich, die beiden. Ah, okay, cool. Nein. Hab ich jetzt dem? Nee, oder? Nee, du hast dich versteckt. Kann ich noch irgendwas machen? Das wäre auch. Nee, egal. Das wäre auch ein Flashback oder was? Ich sag schon nichts mehr. Alles gut, ja? Alles gut. Könntest den niederschlagen, wenn du eine entsprechende Fähigkeit hast? Ah ja, ist nächste Runde, aber ich mach mal da oben jetzt. Dong! Aber fertig. Oh, Schenkel! Was bringt denn Ermutigen? Ich ermutige euch jetzt mal, ja? Ach, das ist ein Buff, ich erinnere mich. Stimmt, was macht er nochmal? Ich glaube, das ist gar nicht so scheiße tatsächlich. Warte mal, wo war das? Plus Stärke plus 1, Finesse plus 1, Intelligenz plus 1, Konstitution plus 1. Oh, ja. Das ist ganz geil. Kann man machen. Ist ein AP-Wert. Oh, ich brauche Hosen, verdammt nochmal, wie das aussieht. Stimmt. Schmuggi, ey. So ein Krankenhaushemd. Es muss noch der Arsch hinten offen sein. Ja, genau. Ich denke mal, er ist es. Ach, Servolat offen. Du bist schockiert? Ja, der wird auch nicht alt. Der Frosch hat dich geleckt. Ja, die Frosche lecken gerne mal an Zwergen. Öffnen Ärschen. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Immerhin. Und den Canyon. Und dann mit einer kuscheligen Zunge wieder rauskommen. Erstmal die Haare nach oben lecken. Oh, Junge. Ich wollte aus der Mauer. Flocati-Teppich. Oh, Hindu schieben. So, du legst dich jetzt erstmal nieder, ja? Gute Nacht. Und hau die Nummer aufs Maul, ja? So, mache fertig.
Jawollo, geiler Boy. Ach, sehr schön. Das war doch easy. Ja, ehrlich mal. Das ist ein stumpfer Morgenstern, wer will? Nur stumpf sind wir doch schon. Ganz den Stumpf von dir. Irgendwie so bleiben sie Maschinen, ne? Wer von euch braucht noch Handschuhe? Wer ich, von euch hat schon besseres Teleportieren? Hier ist nämlich eine Truhe. Außerdem gibt es mal ein paar Pfeile für hier gehen. Aber es geht nicht, zu weit entfernt. So, hier hast du Handschuhe, Gex. Ich habe ja einen Giftzauberstab. Will denn jemand? Gerne. Jawohl. Kannst du auch den anderen wieder haben, wenn du willst, dann. Ja, von mir aus, aber ist eigentlich auch egal. Kannst du verkaufen, wenn du willst. Lass mich mal checken. Wenn jemand ein geiles Schild findet und eine gute Einhandwaffe, nehme ich. Kannst du mein Taschenmesser haben? Nee. Oder ein Clownhammer. Ja, wie habt ihr die Truhe jetzt herbekommen? Ich mit Telekinese. Weil meine Telekinese hat nicht gereicht. Ich hab Level 2. Richtig geiler Boy, ey. Und was drin? Jo, war Gold drin, 78. Und noch anderer Shit. Wait. Dann gehen wir wieder raus hier, oder was? Jawohl. Jemand noch einen Überblick, was wir tun haben? Haben wir irgendwie die Quest offen? Wir können noch eine annehmen und wir können noch die Echse umbringen. Welche Echse? Die Echse. Welche Echse? Eine Echse. Was? Eine Hexe? Nein, eine Echse. Oh shit. Ich bin mal raus hier, ja? Aus nee, stopp. Was hast du getan? Nee, ich glaube, die fragt hier schon wieder wegen Dieben. Ich habe natürlich dann nichts damit zu tun, aber sicher, gell? Ach, die Echse, die sie hier auf Orangen High ist, gell? Den will ich nicht umbringen, der ist eigentlich voll sympathisch, der Dude. Okay. Nein, nicht die. Aber egal. Sicher nicht? Ja, welche denn dann? Die hier steht. Nee. Wir müssen doch den Wächter nicht umbringen, bist du blöd? Wurde mir im Chat gesagt, aber egal, dann lass uns gehen. Ich kann eh nicht mehr mit dem interagieren. Kalias haben wir hier noch nie umgebracht. Das ist hier der Wächter, der gehört ja dazu. Den Chat verarscht dich. Ja, grundsätzlich wollen wir tatsächlich mal irgendwie sagen, so bitte keine Spoiler im Chat. Tja, das hat niemand gesagt, ne? Junge, wie weit waren wir da schon? Also uns kann man nicht spoilern, die können sich nur selbst spoilern, die Affen. Ja, stimmt auch, oder? Und ein bisschen Gags. Ja. So. War ja auch schon. Hast du gespeichert? Gags ist doch eben Spoiled Millennial, wie wir alle wissen. Ja, ich speichere eben. Ich bin voll der Millennial, genau. Hast du mir die Handschuhe eigentlich gegeben? Nee, die hat Gags bekommen. Nice. Ja, gerne. Ich hatte auch keine. Ist der hat ja auch keine. Ich habe im Übrigen eine Identifizierungslupe. Ach, jetzt weiß ich wieder. Mit ihm konnten wir ewig nicht sprechen, weil ich ihn beklaut habe. Ja, genau. Kannst du die auch mit deinem Penis benutzen, Ribbon? Bei mir macht es nicht so viel Sinn, aber deinen findest du doch nie. Aber das liegt ja an Verdeckungsmaßnahmen. Verdeckungsmaßnahmen. Ich glaube, du hast länger nicht mehr was? Sagen, dass deine Handel interessiert wirst. Sure, have a look. Good stuff, huh? Gutes Zeug. Hätte ich rausgetappt. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass Hügel nicht der Zwerg ist, ey. Willst du mal weitermachen, Glock? Ich handle. Achso. Lass mich doch mal handeln jetzt hier. Das ist wichtig. Aber nicht für die Handlung. Gar nicht mal so dämlich. Ärgert sie sich nur drüber. Wo war nochmal unser Questbuch? L, ne? Übrigens, nie vergessen, wenn ihr mit Leuten handelt, ihr müsst ganz oben noch Gold für gleichwertiges Angebot hinzufügen, sonst schenkt ihr denen das Zeug. Ich erinnere mich. Ist wichtig. Ah,
G war die Herstellung, geil. Ja klar, für Crafting. Oh Mann. Wir haben es gehört. So, wo kann ich denn hier als einer? Aber wir hatten ja so viele Sachen auf dieser scheiß Insel, da kannst du dich stundenlang hier beschäftigen. Wie wollen wir denn das machen jetzt? Wer ist hier Partyleader? Boah. Nee, im Sinne von Ansagen. Achso, Clock. Sonst kommen wir wahrscheinlich überhaupt nicht weiter. Ach, fuck off. Stimmt, aber ich bin für Clock. Ich bin auch für Clock. Er ist immer so zielstrebig. Wie soll ich das jetzt auffassen? Noch ist Österreich eigenständig. Scheint nicht so zielstrebig zu sein. Ja, gut, ja. Methodically peeling the skin from a potato. As you approach, he looks up, setting the potato, but not the sharp little knife, down on the table. Okay, lass noch mal mit dem Händler da unten labern oder mit dem Typen, der im Gefängnis ist. Die beiden waren auf jeden Fall nochmal Key-Funktion hier. Glock, ich kann jetzt schon. Hm? Ich kann jetzt schon versprechen, wenn wir das nächste Mal Anno spielen, kommen wir wieder nicht drauf klar, dass wir uns nicht mit WASD bewegen können. Ey, das ist für Spiel jedes Mal, wenn ich das Spiel aufmache. Also ich hab den wieder abgefunden mittlerweile. Ich würde ganz gerne mit dem Typen hier labern. Amiro. Hallo? Ich war mit dem am Handeln. Entschuldigung. Bist ganz schön warm da vorne. Hab ich auch gerade gelesen. Listen, I can help you if you just. Ich wüsste immer noch gerne warum, aber ich find's geil. Dass mir das müssen wir jetzt gleich mal klären, Perry. Sagen, dass dieser Elf schwer verletzt zu scheinen. Und fragen, warum er hier eingesperrt ist. Scheint genauso. Oh, Lucky. Die Party hat sich dagegen entschieden, scheinbar. Gegen den Typen zu fragen, was gestohlen wurde. Crate of food, citrus in particular. He'll talk or he'll die quiet. Einen Vorschlag machen. Du bringst ihm seine gestohlenen Sachen wieder und Griff befreit Amiro. All I want is my supplies. Happy to let this clown die in a gutter instead of my kitchen. Bring back my crate and you got yourself a deal. Die Frage, ob er wirklich jemanden wegen Obst umbringen würde. I've been here long, have you? No one gets to have it all. No one starves anyone else. He twirls his knife between his fingers. Und schneidet sich. Divine's gone. This blade is the only god watching over Fortjoy. Fortgehen. So, wir wissen ja, wo die Zitrusfrucht ist. Die ist neben dem Höhleneingang auf der rechten Seite bei dem anderen Drachen. So, darf ich jetzt nochmal mit dem handeln, ja? Ja, yes, sehr gerne. Ich habe direkt nochmal an, was? Wie war das nochmal? Ach, du wolltest. Ach, Entschuldigung, du wolltest handeln. Alter. Was ist denn hier passiert? Wo? Die Olle hier hat sich die Mischung verbrannt, glaube ich. Nee, die ist krank. Guck mal, die hat Corona. Ja, hier sind ein paar Kranke, muss aufpassen, darfst du nicht anfassen. Ja, hier? Aua. Ich hatte übrigens eine Hose für dich, Clock. Aha. Hätte. Ich habe bei dem keine Hose gesehen, hast du die dem verkauft? Wie bitte? Beziehungsweise, ich habe ja eine verschlissene Hose an, nur die sieht man halt nicht. Die ist verschissen, glaube ich, ey. Ja. Serious. Gex freut sich halt noch. Serious. Ja. Aber sagt ja nicht alles so viel Geld, ihr Wichser. Du, das kann ich mir auch nicht erklären. Das werfen mir die Leute zu. Ja, warum du das so hast, ist mir ist schon klar. So, ich bin jetzt fertig mit Handeln. Die hast du ihm noch verkauft, die Hose. Ja. Bist ein ganz widerlicher Hund, bist du. Ich finde dich eigentlich so ganz sexy. Ganz fürchterlicher Bastard. Glock, ich habe hier für deine Hose, falls sie jetzt doch den Arsch verdeckt, hätte ich einen Schlüssel. Ich habe nämlich einen Schlüssel zum Heckraum. Was passiert hier? So, folgen Sie mir. Alle Mann ranhalten und mir nach. Halt, ich will die Heck aufsperren. Entschuldigen Sie, Junge. Oh, da fällt. Hat Ihnen jemand schon mal das Heck aufgesperrt? Aber da fallen mir doch wieder alle Sachen raus. Komm jetzt ran.
Sibylle haben wir das erste Mal umgebracht, ich kann mich erinnern. Ach, jetzt hat er wieder angefangen, ja gut. Sorry. Wohin muss ich? Auf sie zugehen und fragen, warum sie so in diese Echse vernarrt ist. No sooner have these words left your mouth than she turns about and grabs you in a stranglehold. You feel it being pushed a little ways into one of your neck's vertebrae. Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen Ihr Heck aufsperren? You caught me off guard. No one catches me off guard. Who are you? Du bist niemand? Wir sagen, dass nur ein Mensch bist, der weit von Hause zu entfernt ist. Zu Hause. And magisters tend to be human, like you. A push, a pivot, and now you suddenly face her. The needle still all too deeply embedded in bone. Despite the precariousness of your situation, you notice a flaw in her diamond features. A curiously shaped scar on her left cheek. Soll ich nach der Echse fragen? Ja. Okay, fragen, warum sie diese Echse verfolgt hat. Intensely. As for the reason, you're staring at it. You see, once upon a bad old time, a lizard cut this thing, this living scar. It, but now I'm free, of sorts. And I've traced that lizard here to Fort Joy. I intend to raise the subject with him. Darauf hinweisen, dass du nicht die Echse bist. She drives the needle in deeper and whispers. In truth, ich müsste ich ja derjenige sein, der die Nadel reinsticht. Da frage ich mich, wo will sie die reinstecken bei einem Skelett? In die Augenhöhle. Au. Ja, au. Scheiße. Ich hab's mir verkniffen, Alter. Ich hab im Moment, wo ich gesagt habe, gedacht und hab gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist unglaublich. Dass es zu nichts führt, aber wenn das Blut vergessen gibt, sollte es dir wenigstens die Möglichkeit geben, dich zu verteidigen. Aber wenn du dann stechende Augen hast, hol mir einfach wieder einen Frosch, dann ist das geregelt. Können wir eine fünfte Person mitnehmen? Nein. Es geht immer maximal zu viert. Dann soll ich trotzdem einfach mal hier einen Vorschlag machen, anstatt dich zu nein. Sollte sie dir lieber. Okay, okay, ihr sagen, dass es dem so ist. Was? Okay, viel Spaß, Jungs. So wie das letzte Mal. Let's play. Wir haben sie im ersten Durchgang auch umgebracht. Doch, ja, warum jetzt nicht? Warum haben wir sie dann. Wir hatten die doch später als dritten, vierten Char, oder? Wir haben nein, die auf jeden Fall das war lose. Ja, das stimmt, war lose. Das war Rangerin. Lose. Die war richtig heavy. Die habe ich richtig geil geskillt damals. Ich erinnere mich. Ja, die hast du ziemlich fett geskillt. Die war irgendwann heftiger als dein eigentlicher Char. Als zwischenzeitlich, sagen wir so. Der Elemental Warrior, der war auch nicht schlecht. Aber ich werde irgendwas so ein Zwischending machen. Der bufft sich da oben einfach mal 30 Stunden lang. Nichts passiert. Er legt an. Nichts passiert. Ja, hier steht halt im Weg. Er hat keine Sichtlinie. Ja. Hätte man ja vorher nicht wissen können. Glock ist halt in Köthes Reichweite, ey. Über mich kann er rüberschießen. Ja, die ist so groß, eigentlich sollte die ihren Kopf schießen können, das ist mal ganz ehrlich. Ja, das ist hier mangelnde Fähigkeit des Schützen. Alter, die hat ja gar kein Leben. Sicher jetzt was. Ja, die ist halt Level 1. Die ist halt zum Wegknatzen. Ja, ach nö! Ach nö! Ach Sibylle, bleib doch mal hier jetzt! Sibylle! Ich will doch nur spielen! Was ist bei ihr denn los? Ja, nochmal Adrenalin zum Nachlegen! Ist ja gar kein Problem! Hauptsache alles Rüstung weg. Du hast angefangen! Ja, aber was ist denn los mit ihr? Ich hab richtig Hass auf dich, ey! Wirklich, soll ich dich mal mit, leg dich jetzt mal nieder, Sibylle, ja? Im Stehen kann ich nicht. Uff. Ist ja wie in Indien, ouch. Erstmal ausgezogen, ja, sehr gut. Kann ich ich habe einfach nur alles genommen, was im Inventar war, sorry. Ja. Spitzsterz. Standard Operating Procedure. Ah, so, ich hab's mit dem jetzt hier.
schon einen Schlafsack. Was wird das denn jetzt? Hallo? Warum hat Högi jetzt weniger Sympathie? Hast du denn gerade was geklaut, Högi? Bist du an seinen Sachen gegangen? Högi, haben wir dem gerade beide was geklaut? Kann es sein? Ja. Gut, dann ist angreifen jetzt die Devise. Sorry. Ja, nur mal ganz kurz zum Reminder. Der hat die Orangen gefressen, weil die Drache ultimativ high machen. Und der hatte einen Traum von dem Reich, bla bla bla. Das ist relevant für den Prinzen, wenn man ihn spielt. Aber jetzt knallen wir den einfach, ja? Traum vom Reich. Sicher, dass das nicht du bist? Ja, ich weiß, dass er ein wichtiger Charakter war, als ich den Roten Prinzen gespielt habe. Ja, stimmt. Aber ich glaube, dass wir jetzt so auch die Quest tatsächlich für die Elfen in der Höhle fertig machen. Und wir kriegen oder so jetzt die Zitrusfrucht, also nicht so schlimm. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wir sehr viele NPCs killen werden. Das liegt irgendwie in der Sache der Natur in der Kuppel hier. Ja, nicht nur die Insel hier. War beim letzten Mal schon relativ kritisch, aber mit uns jetzt hier, das kann man knicken. Ach, einen. Ernsthaft. Das ist halt immer gut, wenn du einen Gegner hast, den niederschlägst und dann alle auf ihn einknüppeln. Vielleicht geht es sich ja aus, schauen wir mal. Oh, tatsächlich. Sehr gut. Quasi Reset, der liegt wieder auf seiner Matratze, jetzt haut alle auf ihn an, ja? Mhm. Gamli ist halt für einen Necromancer-Zwerg sehr gut, einfach. Jo, fuck, nicht genug AP. Ich hasse jo, das. Wie Krieger hauen? Oh? Ich komme mir vor wie ein Baule. Dieses Balu-Video ist so gut, ey. Dann da auch mal. Pfeil. Okay, haut mein Priester. Und da haben wir. So, Jungs, jetzt könnt ihr seine Sachen looten. Ja, wir haben die Zitrusfrucht, dementsprechend können wir da jetzt auch hinlaufen. So gut, wie Sibylle hier nackt liegt, Alter. Alter, Hauptsache, der Boss ist froh. Ja, okay, jetzt können wir mit dem Dingens sprechen, mit dem Typen. Richtig, und dann können wir ihn auch freikaufen und müssen gar nicht kämpfen, wie das letzte Mal. Ich brauche jemand, ich weiß, ich habe schon mal gesagt, dass eigentlich nicht so geil ist, wenn wir jetzt mit Gexi dabei sind. Da braucht jemand von euch eins von diesen vier Büchern, die ich jetzt gerade geklaut habe. Was denn? Das sind alles Feuerbücher. Also nee. Pyro. Warte mal. Ich würde diesen Durchgang wieder sehr gerne in unsere Bank spielen, so wie das letzte Mal auch. Nee, brauche ich nichts von. Wir haben einen Dialog zusammen, gell? Ja, warte. Was? Wo? Das ist immer, wenn das Ausrufezeichen über uns ist. Ach so. Wenn alle zusammen sind, haben wir einen Dialog, der die Geschichte vorantreibt. Wir müssen erstmal an eine Stelle kommen. Die Orange ist hollow und tightly stuffed with a sweet-smelling substance. It appears that Griff was after more than just some fresh citrus. That bastard was just using us to get a fix. I know Drudene when I see it. Griff must be jonesing mightily for his next hit. Bastard thought we were little more. Oh, ich hab's ohne mich gemacht. Oh. Ach, warst du gleich da? Nee. Wo bist denn du? Ich hätte doch so einen guten Kommentar gehabt. Wo bist du? Weiß es nicht. Ich bin gerade zu spät gekommen. War so klar. Sich. Worse than war rations, these. So, ich gehe mir mit seiner Orange zurück, ja?
Oh, ich könnte auch Geld verlangen Geld, statt den Elfen. Lass mal versuchen. Ernsthaft jetzt? Versuch's. Ich meine, es gibt, glaube ich, 20 Wege von dieser Insel rum, dass wir können die tatsächlich rumprobieren. Sagen, dass du deine Meinung über die Befreiung des Elfen geändert hast, du würdest Geld bevorzugen. Cash, eh? Ja. Listen up. Andover was mine and take your disgusting hand with you. Or say good night. Ist einfach gute Nacht sagen. Oh nee, 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 nee. Good boy. Ich gebe ihm die Orange. Looks like everything's accounted for. Now the important question. Who's the thief? Die Wahrheit sagen, der Echsenmann. Was? Spitzsterz war der Schuldige, aber er ist inzwischen tot. He raises an eyebrow. Oh. Geil. Looks nice. Like someone did my job for me. Mhm. Your guy's free to go. He should be fine. Eventually. Nice. Haben wir das letzte Mal auch nicht so gelöst. I've got that special shipment you was asking after. Ja, labert jetzt übrigens auch, gell? Egal? Ja, okay. Sagen, dass er schwer verletzt ist und sofort Hilfe braucht. Er sollte von hier verschwinden. Ach, sei da, ich erinnere mich. Worse than war rations, Dave. Dann geh mal. Mach das. Ich lebe gerade mal. Ich spiele ganz selten derartige Spiele und ich brauche immer tierisch lang, um da wieder reinzukommen. Ich muss gerade die ganze Zeit in meinem Bildguide nachschauen, auf was ich jetzt am besten level und so. Ja, aber ich mach dann da trotzdem das mit dem Tiere quatschen, weil ich finde, das ist super witzig. Das ist einfach cool und das hat vor allem voll viele echt gute Sidequests irgendwie aufgedeckt, ne? Ja, tatsächlich ist es so. Wenn ihr jetzt wollt, dass ich das irgendwie durchführe, dann mache ich das auch mit den Viechern. Dann kriege ich halt die anderen Talente ein bisschen später, das ist halb so wild. Ist ja nicht nur Kampf hier, ist ja trotzdem noch ein Roleplay. Wo ist es denn da? Ist das Tierfreund? Ich warte dann aber zusammen, bevor ich dann hier Lord Lora anspreche, ja? Ja. Magister finds us on you. You forget my name here. Keep
Ich habe eine Fähigkeit Sturmbock momentan. Bringt mir natürlich gerade nicht so viel. Die, warte mal, was? Du hast, kannst die lernen oder? Ich bräuchte nur eine Nahkampfwaffe. Die kannst du schon, okay, schade. Ja, sonst hätte ich sie dir gegeben. Cool. Die war halt grundsätzlich schon da. Aber ich werde nicht auf Nahkampfwaffe gehen, insofern. Die hättest du auch abwählen können am Anfang, gell? Kann ich einzelne abwählen? Ja, die hättest du am Anfang abwählen können von der Erstellung. Ja, also klar, dass das jetzt nicht mehr geht, aber es ist ja nicht das. Oder. Ist ja nicht schlimm so. Na, ist halb so wild. Just a typically Riven. Ist richtig. Werdet ihr euch auch dran gewöhnen müssen. Ich habe immer noch diese zwei Schlüssel, ich glaube, die brauche ich nicht mehr. Das eine für mein Heck? Nee, lass mal. Nicht. Ich behalte sie trotzdem erstmal. Ich habe ja immer noch einen Bogen, wenn jemand noch einen zweiten Bogen will. Könnte es sein, dass ich gleich einen Kampf anfange? Ja, ich hoffe aber nicht. Nee, mach mal nichts, warte mal auf Högi. Na, aber ich möchte hier oben mit der Händlerin labern, aber ich habe die aber vorher beklaut. Ich hoffe, sie erinnert sich nicht. Ich habe schnell einen Tee gemacht. Was steht an jetzt? Moment, ich handle gleich, damit ich gleich bei euch. Achso. Wie ist das nochmal? Wie ist man dann links immer sortiert? Nach irgendwas ist das doch sortiert, links die Charaktere. Die hat hier übrigens. Was sind das hier? Poly-Bücher, wenn jemand brauchen würde. Und nochmal Schriftrollen zum Wiederbeleben. Braucht noch jemand Schriftrollen zum Wiederbeleben? Eine habe ich. Ne, ich habe keine mehr, aber ich habe auch kein Geld. Also ich bräuchte eine, wo? Wahrscheinlich. Nee, vergesst es. Die kostet 1100 hier bei ihr. Alter. Stimmt, die waren aber immer recht teuer, ne? Ja, die sind super wertvoll. True. Okay, die hat aber auch nichts, was mich interessieren würde. Wo ist denn Lord Laura? Da ist er. Sind wir alle zusammen? Ich könnte nämlich jetzt mit dem das Gespräch anfangen. Ja. Komm mal hoch, Gags. Ja. Also. Okay. Ja. Geil. Ich mag den Charakter jetzt schon. No, never. I will pay it no notice. One of its troop has an air of nobility about it, but this one... Der will nicht mit mir reden, oder wie? Guck ihn euch an, ey. Der will nur mit mir reden. Deswegen ist er mir hinterhergelaufen. Okay, so will das. Dann laber ich mal so Katze, ja? Was soll denn bitte Gravis für eine Taste sein? Das ist Stargate. Was? Das Dächchen links oben. Sehr komplex. Was denn? Das sieht aus wie ein Stargate. Meine Fresse. Ich konnte mir doch irgendwie eure. Ey, du folgst mir. Über euch anzeigen lassen. Darauf bestehen, dass nicht du ihr folgst, sondern sie dir. What? No, I can't be. I can't. Hey, stop following me. Die Katze fragen, ob alles in Ordnung ist. Huh? Yeah, fine. Ist sie dicht? I'm not sure. It's all a little foggy. Fragen, wo sie herkommt. The cat opens his mouth as if to speak, but his eyes lose focus and with a jerk he turns away from you. Okay. Da vorne ist noch ein Hund, mit dem ich quatschen möchte, dass ich das Talent habe. Also nicht der, aber den können wir auch mal anquatschen hier. Nee, da ist nichts zu machen. Da unten, da streunert einer rum. Wir haben hier noch eine Flagge, ne? Eine Flagge? Ja, machen wir gleich. Wir hätten auch in der Höhle, glaube ich, noch eine Quest gehabt. Ja, könnt man, wenn die eine Exit-Tot haben wollten, dann wäre das hier unten gewesen, ja. Was macht Riven gerade? Ich bin gerade beim Händler kurz. Okay, gut dann.
Den Hund nach seinem Namen fragen. Oh. Den Hund fragen, was los ist. Den Hund Arthusas schönes, saftiges Bein geben. Wer war Arthusa? Egal, ich geb's dir. Das ist voll was süß, los? Der Hund, Mann. Hör mal hier bei Glockzug. Ja, jetzt schon. What? Oh. Alter, Glock. Glock, du musst jetzt Hunde töten, du kleiner Bast. Mann, ich wollte dir nur was zu essen geben. Da war jetzt tatsächlich keine böse Absicht dahinter. Ich find's aber super witzig. Aber das ist mein Einsatz. Ach, Hügel hat doch sowieso richtig Spaß dran, den ist du Klöbern. Da ist doch kein Hundefreund. Mach mal Buddy tot jetzt, ja? In Gedenken an den Chat. Der wird jetzt gerade richtig schön flimmen. Ich erinnere mich jetzt auch gerade wieder an die Hunde unten im Labor. Oh, fuck. Nein! Wie, du machst ihn nicht fertig? Ich will nicht! Ihr könnt ja euren Zug alle beenden. Recht, ich mach das dann. Du hast auch Bock drauf, ne? Du Monster! Ach, Dinge sind passiert, was soll's. Kumpel vor allem. Komm, beiß mal ab, Högi. Gibt's leider nichts zu schlickern. Schade. Heute gibt's keine. Was ist jetzt mit der Höhle? Ich denke, da ist irgendwas. Ah ja, da war ja was. So, ich glaube, also ich habe gelesen im Chat, wir können ja speichern, man kann die Echse beklauen zweimal, sich erwischen lassen und dann kämpft man nur gegen die. Das sollen wir. Hier oben, waren wir hier oben drin eigentlich? Moment mal, hier. Das ja, ist ja unterm Sandtor vorgekommen. Wo bist du nochmal? Ja, da war Gex drin. Da war ich. Okay. Und dann habe ich mit dem Typen gelabert und bin dann wieder raus, ja. Ist geil, das hat bei mir auf der Karte geblinkt, aber ihr seid in der Höhle, ich bin noch draußen. Du willst jetzt hier unbedingt die Echse beklauen, ne? Mhm. Aber speicher mal, Ribben. Ja. Weil wir dann gegen den kämpfen. Warte, warum? Und dann looten wir ihn. Der soll gutes Loot haben. Okay. Warte. Ich glaube, ich gehe hier hoch. Ah, toll. Ja, okay. Er soll nur gegen ihn beklauen. Ja. Ja, okay. Alter, danke, Chat. Danke, Chat. Damit konnte man auch nicht rechnen. Ich meine, von mir aus können wir die hier drin alle kalt machen, aber dann ist die Quest definitiv tot mit dir, Elfin. Nee, dann lade nochmal. Schon? Achso, ich hätte jetzt nichts dagegen, die alle kalt zu machen. Nee, Quest. Es gibt doch andere Wege. Ah. Oh. Hey, ich wollte dieses Mal anders spielen, du scheiß Psychopath kommt jetzt schon wieder durch. Verdammt nochmal. Wie er sich selbst zügeln muss. Woran das wohl liegen könnte. Ich hätte doch die Echse nehmen sollen. Hier ein paar Elfkinderschlacht, da ist doch nichts gegen. Mann. Oh, guck mal, Buddy. Du Spassi. Hier hinten ist auch irgendwo ein Gegner, ich erinnere mich. Da gibt's doch diesen komischen. Hier, folgen Sie mir. Migo, Stufe 4, den kriegen wir kalt, oder? Ah, stimmt, ja. Högi, komm mal her. Der hat auch guten Loot. Ich habe den direkt. Wo seid ihr denn? Draußen. Seid ihr draußen? Habt ihr nicht die Quest angenommen? Ja, draußen oder aus. Nee, was? Quest? Hier drin gibt's eine Quest. Wir sind gerade in einem Kampf, zumindest gleich. Wir warten auf dich. Ja, nachdem die Scheiße nicht versucht hat, dachte ich. Geklappt, dachten wir, wir sind durch da vorne. Bist du da? Jo. Cool. Alles gut, Lucky. Where grows the yarrow?
Quickly now, for I haven't much time. Das haben wir das letzte Mal sogar im Dialog geregelt, gell? Ich kann mich nicht mehr erinnern, verdammt nochmal. Ja, ja, du kannst, ohne gegen den zu kämpfen. Stufe 4. Fuck it, eine Hand auf seine Waffe legen, dieses Ding ist gefährlich. Now, or didn't you hear me? Where grows the yarrow? Dire, 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 and for you too, if you want to keep your top screwed on and your wires in a row. Do you hear me? Fragen, ob er schon immer so einfühlsam war. Where does the yarrow grow? Hä? Was? Hallo? Nee, 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 nee. Oh, EOI. Hat sich ausgezwirkt. Vergiftet. Da lacht er. Heil den Rim doch bitte mal. Moment, halt. Komm, so viel schaffen wir das. Waffen muss einfach mal ein bisschen gegenseitig hoch und dann geht er schon. Oh, das wird eine richtige Haut drauf. Truppe. Ah, schön. Fuck. Ich hätte mir noch das Blut holen sollen. Das war ein Fehler. Naja. Ah, ich habe eine neue Fähigkeit. Meine Elementarschäden etc. Umgehen die Rüstung jetzt. Ja, schön. Sorry, Rim. Wie spät das halt auch kam. Ich glaube, das meinte er nicht und mit gegenseitig Waffen, aber... Ich mag das mit Feuersnahkämpfer, das ist richtig lustig. Yo, Lucky, mach's gut. Danke dir fürs dabei sein. Nice. Hügi war zu weit weg, kann es sein? Schau mal. Es kann sein, ja. Du gehst halt jetzt mit den Attacken auf magischen Schaden, gell? Das ist halt irgendwie... Ja, aber ich hab halt nichts Physisches. Okay, just saying. Ich hätte theoretisch den Petrifying Touch, aber der hätte halt sein Brandding entfernt. Weil es verliert jetzt, glaube ich, eh wegen dem Wasserschaden. Oh, Petrifying ist ja auch so Hure. Ich erinnere mich langsam. Ey, warum spiele ich Idiot eigentlich schon wieder Krieger? Es kommt alles wieder zurück. Wenn Högi dieses scheiß Opfer Petrified hat und nicht angegriffen hat und dann selber Petrified war. Och nö! Und jetzt spiele ich hier mit drei Necromancer. Das war doch Pest, etc. War das nicht dasselbe? Nee, Petrify ist der Zwerg. Der Zwergskill. Okay. Huch, Muffin, was wolltest du denn für einen Link posten? Wahrscheinlich Versteiner im Deutschen. Keine Ahnung. Warum läuft der Bad dort mir nach? Geh mal auf Abstand. Besser in meine Richtung. Armlänge. Es geht nicht, dann haut er mich. Ja. Wir kommen ja nicht so wirklich da durch den Brand durch. So. Ja, durch schon. Ja, halt aber... Kurz. Die Frage, ob man will. Ich bräuchte so eine Teleportfähigkeit. Mein Scoundrel. Oder du bleibst einfach stehen und schießt ihn zweimal in die Fresse. Ja. Nur einmal. Oder das. Dann wäre es ganz gut, wenn ihr ihn irgendwie niederschlagen könntet. Sonst macht er mich platt. Ich weiß ja nicht, ob es ausreicht mit 9. Ich weiß nicht, ob es auch reichen tut. Ich kann auch... Nee, ich brauche 4, um ihn zu schlagen. Warte ich noch eine Runde oder probiere ich es jetzt?
Ne, 4 bis 5 physischer Schaden, den macht er nicht weg. Da muss ich durchlaufen. Bleibt nichts übrig. Nächste Runde kann ich ihn nur machen. Wenn er die physische wegkriegt, dann kann ich ihm gleich ein bisschen wehtun. Versteinern wäre halt auch gut. Naja, bin ja schon dabei. Rennt halt nicht mehr jetzt, aber so what. Lass ihn vielleicht einfach nur schlagen im Nahkampf. Nee, ich hab keine AP mehr dafür. Okay. Aber mehr kann ich jetzt eh nicht mehr. Ich könnte theoretisch Platzhacker auf Högi machen, aber das lohnt sich ja nicht wirklich bei dem bisschen AP, was er verloren hat. Nee, passt schon. True. Wow. Es versteinert. Angeschlotzt. Ja, warte mal, bringt das hier dann was? Schätz schon. Er ist in... Okay, ne, scheinbar... Er blutet jetzt halt nicht, aber es hat ihm trotzdem physisch gezogen. Hm. Und gute Nacht. Schön alle drauf treten. Jetzt ist er ganz schön niedergeschlagen von diesen Ereignissen. Ich bin schockiert. Aber du brennst für den Kampf. Es ist ja schon eine giftige Atmosphäre hier. Aber stille Wasser sind tief. Jetzt ist die Stelle aber eisig. Ich wollte gerade sagen, plötzlich wurde es hier so eisig. Man hört den leisesten Windhauch. Süß, 2 Schaden. Ach, wohl jemand verfehlt. Nee. Quasi das Witzzentrum verfehlt. Jo, okay, danke. Jo, okay, danke. Warum explodiert er denn jedes Mal? Es ist halt eigentlich so ein Ribbon-Move, den Högi gerade bringt. Okay, reich aber mal aus. Nice. So, könnt ihr jetzt bitte mal? Voll die Rückhand, ey. Ein Lebens. Wow, ein ja, okay. Leben noch. Hier, tschüss. Ja, du musst es natürlich jetzt nochmal. Heiß. Wo ist ihr Wasser? Können wir wieder quatschen miteinander? Ja. Alle da? Ja. The dead man, creature, thing, lies in a heap on the beach. Some sort of divine order experiment gone bad, I suppose. Whatever it was too dangerous to be allowed to live. Richtig. Once that was a person, a sorcerer perhaps. Now it's monstrous. What is the order doing to people here? If I meet another, I won't hesitate to put it out of its misery, lest its misery becomes mine. Schaut da hinten so eine Luke ausgebuddelt. Oh, braver Zwerg. Hast du damit gefunden mit Glück oder wie? Keine Ahnung. Höhle. Höhle. Komme. Höhle. Gex, kannst du mich mal heilen? Ja, in Kürze. Oh nee, hier sind wieder diese abgefuckten Schnecken. Ja, mach ich. Was für Levels sind die denn? Was war das denn jetzt? Die sind Level 3, insofern machbar. Ja, es sind halt viele. Danke dir. Ja, wollen wir oder wollen wir nicht?
Speichern. Ja. Wenn du noch vielleicht kurz wartest, ich hab ist das normal oder? Ja, alles gut. Es. Hier ist ein Heiltrank drin. Käse ist hier auch drin. Dings wäre hier sehr effektiv, Gexi. Was? Gexi ist hier sehr effektiv, sage ich. Ja, aber ich habe ja noch nicht wirklich. Ja gut, ich habe halt den Wand, aber das war's. Gurgel, Gurgel. Ögl, Gurgel, Högl, Högl, Högl. Ich glaube, das sind Schweden. Ah. Wusste ich, dass das bekannt vorkommt. Nichts Interessantes hier. Oh. Die Schnecke spricht mit mir, daran kann ich mich irgendwie nicht erinnern. Essbuddeln. Ja, weil du da den. Dann knuddeln. Der Necromancer in seinem Element. Hui! Der Gierige. Ein Polarm. Die Prinzessin. Das Prinzessin Schneckos oder was? Nagrümpf. Bin ich in WoW oder was? Nahkämpfer ist Glock eigentlich nur, ne? Aber ja. Mit Schild. Oder. Ja. Na gut. Außer es ist sehr gut, was du da gefunden hast. Dann nehme ich auch das Schild weg. Dann gebe ich dir das. To have an uninvited guest show such ignorance would only inflame her further. She's fed up of being trapped in this cavern, of course. She wants the curse of Brakkus to be removed. Brakkus Fluch, oh mein Gott. Worthy of her hand in marriage. Until she is free of the tyranny of Brakkus, her mood will only darken, I fear. Her own courtiers can do little to cheer her. And outsiders? Well, outsiders rarely survive her wrath. Sagen, dass der göttliche Orden jetzt diesen Ort kontrolliert. Kurze Frage. Wer hat der Schnecke Englisch beigebracht? Und können wir diese Person zu Oettinger schicken? Wer ist Oettinger? Ach so, du bist... Oettinger vom EU-Parlament. Hast einen Opa schicken nach Europa. Naja. Das ist ein bisschen... Schwabe. Deutscher, nein, Schwabe. War das der? Oh! Fucking Hellebarde, nehme ich, ja. Gurgel. Aber wir dürfen da jetzt nicht dran vorbei, sonst greift ihr uns an, oder? Have I understood that right? Ja, und da auf der anderen Seite ist dann das Gefängnis, gell? Wo dann die Wachen sind. Ja. Dingsbums. Mhm. Weiß nicht, wollen wir den Weg hier wieder gehen? Wir machen, ja. Dagegen. Gehen wir einfach mal weiter. Dauern, bis wir uns hier durchgekämpft haben. Dieser Weg wird schleimig und heiß. Aber man lässt uns doch hier durch. Warum haben wir denn das letzte Mal gekämpft? Ja, ich glaube, wir fighten erst am Schluss auf der anderen Seite, wo die Königin ist. Prinzessin. Ich glaube, da ist sie. Okay. Alle da? Alle dran? Ja, warte, ich will mich positionieren, aber ich glaube, das gibt keine Chance. Ich meinte jetzt eigentlich eher im Dialog. Ach so, ja. Ja, alle da. Siehst du ja auch links oben. Und insofern geht es nicht da. Jetzt bin ich da. Warte, jetzt ist er da. Ja, Hauptsache, ich weiß, ob ihr im Kampf seid oder ob ihr überhaupt zuhören wollt. Das ist eigentlich, sonst ist mir egal. Trocken kichern und denken, dass es ziemlich einfach wäre, hier einen Scherz zu machen. Speak up, Servant. Do you bring word from Brakkus or not? Na, umdrehen tun wir nicht. Die räuspern und sagen, dass du in der Tat eine Nachricht von Brakkus hast. Silence! I won't have the groveling of that whelp Brakkus delivered by some half-wit servant. Only when he prostrates himself before me will I even begin to consider the notion of forgiving him. Das falsche Spiel fortführen und fragen, ob ein niederer Diener wie du nachfragen dürfte, was Brakkus ihr angetan hat. You truly are a dim-witted specimen, aren't you? I was to be wed to Brakkus, but he flew Wait, into what? A rage after a lover's tiff. He put a curse on me and all of my courtiers, transforming us into the beasts you see before you. He'll come to his senses sooner or later. Then he'll beg me for forgiveness. Sagen, dass du die Botschaft gerne überbringen wirst, wenn sie dich passieren lässt. The slug's features crease into a look of what might be suspicion.
Suspicious. You seem in an awful hurry to leave. An awful hurry. You know what that makes you seem like to me? A spy. Ja, ich will drohen, weil ich habe einfach nur einen Stecker reingeballert. Knurren und sagen, dass dir egal ist, was sie denkt und dich lieber passieren lassen sollte. Mach dich auf den Kampf bereit. Never mind! Lol. Niemals. Nee. Ja, deswegen baller ich ihn überreden, Boys. Batsch! Wenigstens eine Sache, die wir gelernt haben. Fuck! Erwidern, dass ihre Frage lächerlich ist, ganz einfach. Okay, erwidern, dass ihre Frage lächerlich ist. Rim will kämpfen. Ah. Wow. Stumpf geraten. Take this message to Brakkus. Tell him, I'm still awaiting his apology and my patience is wearing thin. Now go. Fortgehen. Ja, okay, das war unerwartet. Ich hätte eigentlich ganz gerne gekämpft, aber was soll's. Ich erinnere mich aber daran, dass das ziemlich unschön war, hier zu kämpfen. I know. Ja, wir sind davon gelaufen. Da waren auch deutlich schwächer, als wir jetzt sind, glaube ich. Braucht noch jemand eine Vierer Physical Armor Brustpanzer Rüstungsdings da? Reiner direkt. Gib her. Hab ich doch schon. Sag doch mal bitte. Wo denn? Ich hab die nicht immer im Inventar. Braucht doch jemand die Hose mit einer Rüstung? Ich hab schon mal gehört von dir. Nee, das war ich das letzte Mal. Eine Hose? Ja. Warte mal ganz kurz. Ich sehe die tatsächlich nicht. Doch, da. Ist hast du schon. Drittes Item in deinem Inventar. Okay. Das hast du Fane geschickt. Irgi. Nee, Irgi. Doch. Nee. Drittes im Inventar. Ripped Shirt. Nimm den Fire-Arrows. So. Rim, du hast eine ganz geile Lederrüstung im Inventar. Ja, die wollte ich gerade anziehen. Hab ich jetzt. Oder wolltest du die unbedingt haben? Nö. Was? Ich bin bedient. Moment. Danke. Könnt ihr euch mal kurz meinen Charakter angucken? Was mir, also das hier war das. Das hier hatte ich vorher. Wo bist null. Du? Mann, null Rüstung. Ja. Stimmt. So. Jetzt habe ich das hier. Classic RPG 4 Rüstung. Du spielst einen Frauencharakter halt. Irgendwie. Einen männlichen Frauencharakter. Du widerst mich an. Oh, ich kann mich erinnern, die haben mir ja auch direkt weggeknallt, nachdem sie nicht aufhören wollte zu schreien. Mhm. Kommt dran, redet. Mhm. Ja, unser erster Lauf war ein bisschen chaotisch. Don't say. Überreden Stärke. Ihr sagen, dass ich still sein soll, sonst bringst du sie zum Schweigen. Ah, oh, ist das ein gutes Gefühl. Ah, ja, ist schön, ey. Alright. Oh, fuck. Hat er jetzt sich das Wasser oder so in die Tastatur gekippt? Nein, war nur das Mick. Ja, you wish. Bin nur gegen das Mic gekommen. Fragen, was sie gesehen hat. Mic drop. They tortured him, questioned him. Seekers, something about Godwoken. He didn't know anything, but they didn't care. I heard his screams. I heard something. Eating him from the inside. No. Ich würde dir jetzt trotzdem ganz gerne klatschen. It can't. Sie sagen, dass du einen Weg nach draußen suchst, wie ich sie kommen. You can't escape. Don't you know what's outside the fort? Ja, outside the fort ist outside the fort. I tried to leave. I heard of a shelter in the Hollow Marshes. A place where sorcerers could go. The undead had their hands on me in 5 minutes. Shredding, tearing. I came limping back and now. Ihr sagen, dass sie hier nicht bleiben kann. Anja, es ist nicht sicher. Outside the bones are gnashing. In here the magisters are cutting, slicing, grinding, smashing. What to do? What to do? Es ist dir egal, sie kann hier in der Zelle bleiben, aber du brichst auf. Poor thing. Poor fool.
I hope it's an easy death then. Decapitation. Yes, I do wish that for you. No. Oh, das ist aber süß. Take care. Jetzt will roll. Sie wünscht mir eine Enthauptung. Rippenspeicher mal. Guter Junge. 106. Könnt ihr vielleicht mit dem Fernkampf mal die Tür wegschießen? Hm, ich mach nur Giftschaden. Warte. Check mal auch ab, ob ihr eure Haltbarkeit auch nicht vertut. Aber ich denke nicht. Ich sehe zumindest keine Änderung. Okay, wo gut, steht beim Nahkampf. Wo steht die Haltbarkeit? Direkt im Waffenprofil. Bei mir steht da schlichtweg nichts. Bei mir auch nicht. Okay, dann wird das nur bei Nahkampfwaffen sein. Alles klar, danke. Ja, hier rechts rum sind die Wächter, die hier gerade durch Dings hier jemanden befragen. Was haben wir hier noch in anderen Zellen gehabt? Der, die den Gang runter, hat eine Befragung. Ja. Jemanden, den wir versucht haben, öfter zu retten. Was wir auch dieses Mal versuchen sollten, um ehrlich zu sein. Also lass mal hier, genau, Sneaky. Sneaky Piggy. Und dann schön Ambush vorbereiten. Einer rechts, einer links und zwei in der Mitte. Ich geh mal schön in die Mitte ran. Stufe 3, das sollte man eigentlich schaffen. Kann ich nicht hier irgendwo schon raufgehen? Stehen über Wachen, ne? Scheiße. Ja, stehen über Wachen. Ich würde halt ganz gerne irgendwo erhöht hin. Ja, ist halt, wie gesagt, schwierig. Stehen über Wachen. Du kannst hier rechts die Leiter. Ne, dann bist du enttarnt, glaube ich, wenn du eine Leiter hochgehst, ne? Oder kannst du die Leitern hochgehen? Du könntest natürlich sagen, einer versucht das einfach mal, der jetzt eh vorne ist. Ja, die Leiter hier kannst du hochgehen. Guck mal, hier. Das geht. Da, kannst du die auch, also bist du ja nicht enttarnt, wenn du die hochstellst? Okay. Dann kannst du auch direkt looten da oben. Der Stein hat gerade die Truhe geöffnet. Okay. Wollen wir? Gerne. Oh, ihr fangt an. Soll ich ihm einmal eine verpoolen, oder was? Ja, als erstes hitten. Sorry. Okay. Oh! Du hast quasi Dialog abgebrochen, obwohl er schon angefangen hat. Schön. Pass auf, hier liegt einer am Boden, den könnt ihr mit euren EIs auch killen. Den wollen wir eigentlich retten. Alter. Der die Loros, ne? Ja. Alter, wie viel physischen mir das gezogen hat, das scheiß Hundeviech. Ja, mit den Hunden hatte ich auch nicht mehr gerechnet. Lass mal irgendwas runterfokussen. Ja, glaub ich mal, ich bin gerade explodiert. Ich, den Typen, Magister Hundemeister oder den Quellenhund? Mach mal den Hund bitte zuerst. Ich glaube, der zieht hier am meisten tatsächlich. Okay. Ja, dann macht ihr beide mal den Hund. Das sollte eigentlich passen. Nice. Oh, sehr schön. Alter Schwede. Ich kann noch jemand vom Magist. Ach, ich bin schon dran. Scheiße. Das wird nämlich nicht reichen, habe ich das Gefühl. Ich muss den mal so nutzen. Oh, die tun weh. Ach, ein paar Heiltränke haben wir sicher noch im Inventar, das schaffen wir schon. Hoffe ich.
Tja. Danke. Du ein Hurensohn. Kannst du den die 13 physisch noch runterballern? Dann kann ich mich jetzt gleich Hund und ihn legen. Dann geh auf den kann ich. Gift heilt ja Ribbon. Oh. Aber das ist gegen magische. Hast du noch einen Angriff? Ja. Aber das Gift macht auch physischen Schaden. Meine Dinger werden ja nicht geblockt. Ja, von der 13, warte mal. Die 30 Rüstung hat er noch. Ja, warte. Geiler Boy. Ich hoffe, der Hund bleibt. Könnt nochmal draufhauen. Ja, klar. Den Hund halt oder auch. Du nimmst den. Ich kann den Hund auch platt machen. Warte mal, was wobei, der hat so wenig Leben, ja, den kriegst du ja mit deinem AOE. Ja, der ist vergiftet und bluten, also. Den er kommt jetzt nochmal dran, gell? Mach den Magister, oder? Zu bedenken ist halt, der Hund kommt jetzt trotzdem nochmal dran, sollte das überleben und kann nochmal Schaden zufügen. Ja, ich weiß nicht, ob ich die AP hab. Ja, dann würde ich ihn. Dann würde ich den Hund wegmachen jetzt. Ja, mach mal. Es ist zwar sinnlos, aber bevor er nochmal Schaden macht jetzt, so ist er weg. So. Beide kriege ich jetzt leider nicht, habe ich mich ein bisschen dämlich hingestellt, aber ihn kann ich jetzt mal hinlegen. Dann ist er schon mal eine Runde kein Problem. Der liegt neben mir. Und den lasse ich jetzt nochmal so mit der Zweihand. Geht eigentlich tatsächlich. Ja, komm. Direkt wieder hochgeheilt durch das Scheißgift. Richtig gut. Nicht so gut. Kurz erheilt mich, ey. Aber im Moment hat es dem einen eine Runde gekostet. Oh, jetzt wollen sie es aber wissen. Jetzt sehe ich ganz gerne wieder ein Schild. Wen fokussen wir jetzt? Ah ja, der hat nur noch 71 Leben. Wollen wir vielleicht gleich ihn runterprügeln? Bei der meisten, weil das der stärkste ist. Ja. Ja, lass machen. Entweder das oder ihr habt Fähigkeiten von Weitem, dass er eine Runde aussetzt. Ah, scheiße, jetzt habe ich dich noch mit erwischt, sorry. War gerade so am Rand. Autsch. Hm. Ja, jetzt wird's eng bei mir. Du bist aber noch vergiftet. Drei Runden. Ja, stimmt. Ja, ich habe noch einen Gifttrank, den würde ich gleich nehmen. Sip, 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 sip. Kanack! Das ging eigentlich ganz gut. 35 noch, das kriegen wir wieder weg. Und auch keine Rüstungen mehr, also bei dem geht jetzt alles durch. Ich setz, glaube ich, die Runde jetzt nur drauf, mich zu heilen, weil mit meiner Melee-Waffe, Quatsch, mit meiner eigentlichen Waffe fange ich halt keinen Schaden an. Flashbacks. Gex, ich geb dir mal wieder physische Rüstung, ne? Okay. Ja, gib dir mal, Gex. Kluck, 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 kluck. Aua. Aber immerhin tank ich mal was. ID zum Fee. Thank you very much. Ich habe auch noch einen Heal für dich im Zweifel. Ja, alles gut. Sehr schön. Mach den lieber Platz. Mach den lieber Platz mit dem, was du hast. Ja! Sehr schön. Ach, Opportunist ist einfach so ein geiles Talent. Definitiv, ja. Ziel ist zu weit entfernt. Klar, das Gags der fette Zwerg ist ja gut. Ja, ihr könnt euch schon mal anfangen,
Ja, ihr könnt eigentlich schon am Anfang die Fernkämpfer als Zweck zu nutzen. Die sind so weit weg für mich. Beide, achso. Der oben bei dir ist auch so weit weg, was? Guck mal, du hast hier noch einen, gell? Ja, da komme ich auch nicht dran. Okay. Oh, da ist der Käfig im Weg gestellt. Ah, das kenne ich aus dem Keller. Nuts, nuts. Ha. 45! Auf welchen soll ich gehen? Der, wo Hulgi nicht rankommt, oder der bei Gex? Der, wo ich nicht rankomme. Der Nahkämpfer weg, oder? Den Nahkämpfer kann ich auch machen. Ist der nochmal dran, bevor ich dran. Ja. Wie viel Schaden machst du? Oder wie viel Schaden machst du? Steht hier nicht. Ah, Quatsch, nevermind. Bin mein falsch. 17. 15 bis 17. Dann lass das. Das ist, glaube ich, verschwendet, weil dann mach ich so viel Damage, der dann einfach verloren ist. Okay. Geh einfach von dem Fernkämpfer. Physisch einmal gezogen. Ist absolut in Ordnung, wenn der Simon mich schlägt, weil ich mach den gleich platt mit einer Attacke. Ja. War schon schlauer so, das stimmt. Schnapp dir mal oben den anderen Fernkämpfer-Gags. Ja, ich war nicht wirklich. Was war nicht was dagegen wegen Mage Armor? Ja. Ja, dann beweg dich am besten, Höki, dass du den Magisterweitläufer bei dir da mit mir zusammen kalt machen kannst. Ah, nice. Er steht quasi über dem Ding. Mhm. Geht doch einfach ihr beide Nahkämpfer jetzt auf den linken und Hügi und ich gehen auf den zwischen uns beiden. Jo, den machen wir zu zweit fertig. Ich seh nochmal ein Trinkchen. Trinkchen? Was trinken? Tränkchen vielleicht? Ich trinke einen Trank vielleicht. Können wir den nicht irgendwie rüberlocken? Wie weit kann der denn schießen, der Bastard? Es wäre so gut, wenn man einfach rüber teleporten könnte, den Huren. Ist das ein. Nee. Nee, Muffin haben wir noch nicht. So. Ah, ein HP. Schade. Der verblutet. Kann ich noch zuhauen. Ja, stimmt, der verblutet.
Easy. Ja, dann werde ich gar nicht hochlaufen müssen. Ja. Jo, weiter komme ich nicht. Vielleicht reicht's für Dings hier. Nee, tut's nicht. Schießt immer noch auf Gags, der Bastard. Viel zu weit weg, der Bastard. Hat der Dude eigentlich unten überlebt? Ja, Mann. Ja. Aber gut gemacht. Das war tatsächlich ganz fein. Schön. Es trifft sich ganz gut, da kann ich die Schlampe jetzt gleich umhauen. Das Ding hat echt ganz gut Schaden, ne? Der Spell. Behältst du den gegen Ende des, oder anders, behältst du den weiter in diesen Skill? Gex? Oder hast du vor, den umzulegen? Ja, ja. Okay, weil bei mir ist der eigentlich auch verplant. Aber ja, der nimmt sich gegenseitig nichts, oder? Ja, aber du kannst den halt zusammen mit Raining Blood dann für einen ziemlich geilen Heal einsetzen. Ja, genau. Den hätte ich dann nämlich später auch. Also ich hätte dann wirklich so die typischen Necromancer-Skills gegen Ende. Das sind dann eigentlich auch meine Hauptskills. Ja, du bist ausgeruht. Wie fühlt es sich an, endlich mal ausgeruht zu sein? Ist doch schön, oder? Aus dem Leben getreten, ey. Undead spielen ist echt kein Vorteil, glaube ich. Nö, du wirst auch gewarnt, wenn du das Spiel startest. Und so, du legst dich jetzt auch mal hin. Erstmal aus, runter drüben, ja? Aber wie gesagt, Style, ne? Style geht vor. Warum brennt dieser Scheiß? Ich wollte gerade sagen. Stuhl auf einmal. Dein Stuhl brennt? Ich würde mal zum Arzt gehen. Ja, nachdem du das Heck aufgesperrt hast, fängt alles an zu brennen. So, Gamli. Ja, good job. Magische Rüstung. Schön. I did my part. Hui. Schön. Labert ihr schon mit dem? Ich nicht, aber Gex. Gex, warte. Lass mir auch mal ein bisschen Loot da. Du bist vor deinem Loot gerade weggelaufen. Ihr Schweine. Ich habe hier ein Fertigkeitenbuch. Braucht jemand beschleunigt? Ich warte jetzt hier extra gerade. Warte jetzt mal. Pyrokinet? Ach, gleich, mach mal. Wir haben ja gesprochen haben. Letzte. Oder? Ja. So. Ich glaube, das kannst du so alles durchfragen. There's a boat that can take you into the dunes beyond. Two associates of mine run it. I can show you where. But they'll kill you on sight if you don't know the proper password. Here. I feel it at work upon me already. Thank you, my friend. That is what separates you from the Divine Order. Das mal angenehm, immer dazu zu sagen, was man auswählt. Achso, ja. Hand me a map. It isn't far. You'll meet some associates of mine. Tell them Madame Zur sent you, and they'll let you pass. Ich sage ihm oder frage ihn, wie viel Associates er denn hat. Enough to matter, not enough to stage a coup. The Voidwoken have people terrified, not only for their lives, but for the very air they breathe, the sun that shines upon them. Dallas and Alexander offer a solution. People need solutions at a time like this, no matter the consequences. Some people, anyway. Ich sage ihm, er sieht nicht aus wie eine Madame Zur. No, I imagine not. She's the headmistress of an orphanage in the far north. She keeps sorcerer children safe from the Divine Order.
I can think of no nobler soul in all the realm. With her help, we've saved countless children from Dallas and Alexander, and we aim to save many more. You've given me a second life. I won't soon squander it, or forget what you've done. Thank you. I'm healed. Thank you, my friend. Intertasting. I will settle this debt. So, war da jetzt irgendwelches Loot, was irgendjemand von uns gebrauchen könnte? Er hat noch eine gute Panzerung gefunden, der war die Herrin. Hm, willst du die andere haben, die ich hatte? Sieben. Nee, ich hätte gerne eine Panzerung. Ja, kannst du haben, warte, ich schick sie dir. Gib mir mal den glänzenden roten Ball, den werde ich später brauchen. Okay. Braucht jemand hier das Fertigkeitenbuch? Nee. Dann werde ich es verkaufen. Geiler Boy. Und was hat's mit dieser Kralle auf sich? Oh, 100 Gold über die. Und mit der Robe? Ich was für Högi? Ich habe mir eine bessere gegeben. Ich habe noch eine Robe bei mir, die hat aber 7 magische Rüstung, 2 physische. Jetzt hast du, glaube ich, 5 physische und 7 magische. Würde ich ansonsten trotzdem nehmen, in der Summe mehr als meinen Armee Tunic. Hast. Wollen wir hier fürs erste beenden? Ja, 23 Uhr. Ja, war Punkt. Ja so angesetzt, ne? Ja. Glaube ich, ist ein guter Punkt. Gut. Abgespeichert. Oder wolltet ihr noch irgendwas machen? War eine gute erste Session. Nein. Aber ich bin Ribbon ja eigentlich rein. Hat Spaß gemacht. Ah, jo. Nochmal nach dem Speichern mich kurz umbringen, ey. Soll ich jetzt nochmal speichern oder was? Wegen deinem Regenerieren? Quatsch. Warum, Junge? Da hat das Gegenheim wohl nicht funktioniert. Gut, ich glaube, we're gonna call it a night von hier ab. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich sag bis denne. Auf Wiedersehen.